Gerade zumindest nicht wirklich interessant, die Frage. Ja, wird das noch interessant, Sonntag? Ach, ich finde das so schön, dass das 15.30 Uhr Anpfiff ist. Das Spiel zum Sonntag, das finde ich so schön, dass das so, so schöne Uhrzeiten sind. Wie in alten Tagen. Wie in alten Tagen. Ich werde den Vormittag gar nicht wissen, bin ich zu verstehen. Ich höre dich. Ja? Ja, aber du bist irgendwie leiser. Halt doch mal so das Mikro. So, hallo? Ich höre mich selber nicht so hörbar. Du hörst. Okay. Du hörst mich, aber hörst du. Hallo. Ja, hallo. Hallo. Ja, doch, etwas besser höre ich mich jetzt auch. So ist schön. Ja, jetzt kann ich so ganz. Wer bist du denn? Was wollte ich denn sagen? Ich bin Christian. Hallo. Wer bist du denn? Das ist schön. Ja, dann können wir doch mal ein Intro machen. Dummschenke hatten wir schon. Was zippelst du da mal im Hosenrock? Ich wollte nur wissen, ob du die Nummer 2 bist oder die Nummer 1. Ach, ich weiß ich gar nicht, wie ich mich fühle. Ich fühle mich wie die Nummer 3. Genau. So. Erik, du siehst so angespannt aus. Du schraubst an allen Schrauben, die dein Mikrofonständer hergibt. Ja, es ist aber wunderschön. Wir sind alle gut zu verstehen. Ja. Wir haben einen Budweiser und einen Jever am Start heute. Es gibt nämlich in Kneipen einfach nicht unser Sponsorenbier. Das müssen wir nochmal besorgen. Und im Übrigen, auch Kneipen finden hier um die Ecke, bei denen man das mal ausschenken kann, weil wir wollen das ja auch mal trinken. Ne? Aber sportlich sind wir durch mit dem FC St. Pauli. Ja, da warten wir mal ab, wie die anderen spielen. Es können ja die verrücktesten Entwicklungen tatsächlich nur eintreten. Und so wie unsere Vorstadt hier sich gerade gebärdet, ist das noch nicht mal nur unwahrscheinlich. Das Problem ist tatsächlich, ich habe das noch nicht mal mit so einem Tabellenrechner, so einem Kalkulator durchgerechnet in allen Varianten. Und dadurch, dass auch viele gegeneinander spielen, war es immer so, dass wir tatsächlich, auch wenn wir noch so euphorisch waren, hat es dann immer nur zum vierten Platz gereicht bei meinem. Na, der ist ja auch nicht, dass ich das wollen würde, aber es ist ja so kurios, dieses Saisonfinale, gerade mal abgesehen von Köln, die also einfach so durchmarschieren, aber dafür ihren Trainer, glaube ich, feuern wollen. Ist das so? Haben sie schon, ja. Ach, haben sie es schon? Haben sie schon. Ja, alles auf Anfang beim Köln. Anfang ist weg, der U23-Trainer ist da jetzt am Start und hat einen Sieg gelandet und den Aufstieg gelandet mit einem Auswärtssieg in Fürth letzte Woche. Ja, wir haben einen neuen Sportchef ab dem 1. Juli. Wisst ihr mehr über den? Bornemann, ja. Wir wissen, dass er Bornemann heißt und aus Nürnberg kommt. Und es gab eine sehr lustige Begebenheit, dass nämlich ich mit Willi hätte ich mal dann gesagt, mit Markus letztes Mal, als wir gepodcastet haben, der ist in Nizza, der kann nicht dabei sein, oder? Und mit dem habe ich darüber gesprochen, dass Bornemann im Gespräch war schon relativ lange. Also, ich bin ja immer der Lückenbüßer dafür, wenn Markus nicht kann. Genau. Bin deswegen mal total beleidigt, natürlich. Ja, naja, so ist das nun mal. Ich kann da nichts für, also ist das normal. Der Markus, der ist in Nizza, der hat aber auch so viel um die Ohren. Und außerdem hat er, glaube ich, auch nicht immer Lust zu podcasten. Das ist ja auch ganz schön, dass wir dann zu viert sind und uns immer neu zusammen schnüddeln können. Auf jeden Fall hat er damals schon gesagt, oder vor ein paar Wochen schon gesagt, als der Bornemann im Gespräch war, dass der in Nürnberg nämlich gegangen ist selber. Und zwar, weil der Verein den Trainer feuern wollte und er aber am Trainer festhalten. Und da habe ich zu Markus gesagt, das ist ja komisch. Das ist doch nicht, das ist doch unsere Geschichte. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Da haben wir doch die Copyrights drauf. Ja, genau. Das heißt also, ich habe mich zu einem Tweet hinreißen lassen, wo lustigerweise zeitgleich, sogar vor mir, also 5 Minuten vor mir, Ulf auf Twitter inhaltlich genau das Gleiche getwittert hat. Nämlich, dass, wenn ich das richtig verstehe,
der FC St. Pauli einen Sportchef einstellt, der gefeuert ist, weil er seinen Prinzipien und seinem Trainer treu bleiben wollte. Als Ersatz für den Sportchef, der gefeuert wurde, weil er seinen Prinzipien und seinem Trainer treu bleiben wollte. Und da habe ich irgendwie gedacht, das ist so lustig, das ist so lustig, dass man als Nachfolger eines Uwe Stöber einen Uwe Stöber verpflichtet, dass man darüber irgendwie durchaus doch noch mal kurz reden kann. Ich weiß, ich habe tatsächlich natürlich auch gegoogelt über unseren neuen Sportchef, aber so richtig irgendwas, worauf ich so angesprungen wäre nach dem Motto wow oder doof oder so, naja, das wirkte also alles so neutral. Aktuell war es so, dass er tatsächlich positiv bei der Nürnberger Finanzkrise, wie auch immer man das nennen will, also er hat das, glaube ich, im letzten Jahr oder im letzten Jahr seiner Amtszeit dafür gesorgt, dass sie halt tatsächlich schwarze Zahlen geschrieben haben und dass es, ich gucke ja wohl nicht richtig, oder? Ich dachte gerade, das ist doch eine Raute. Hier fehlt gerade ein HSV-Truck vorbei. Und also ihm wurde dann tatsächlich positiv zur Last gelegt und danach eine Schlinge gedreht, dass er am Anfang der Saison dazu gesagt hat, es gibt keine großen Investitionen, wir müssen zusehen, dass das Geld bei uns bleibt, weil es nicht vorhanden ist und das wohl auch alles positiv geklappt hat, aber natürlich sportlich dazu geführt hat, dass der Verein da steht, wo er jetzt steht. Wurde ihm zu Last gelegt. Also das ist eigentlich kaputt sparen ist sein Motto. Genau, kaputt sparen. Also wir kriegen jetzt lauter woanders ausgediente Spieler, die man nochmal billig für die letzte Saison bei uns nochmal holen kann. Also ich fand, weil das ja auch bei uns sich teilweise zumindest bewährt hat. Also er hat ja auch eine Karriere gehabt beim FC Freiburg, also als sportlich in der Karriere, als Fußballer und dann auch in der Leitung. Und wenn er da so alte Seilschaften hätte, könnte ich damit gut leben, weil das sind so Spieler, wenn da irgendwelche Leute, vielleicht nicht ausgedient haben, aber wenn da Leute tatsächlich jetzt nicht wirklich die Spielzeiten bekommen und Lust haben auf einen Sportverein im Norden, der sportlich mittelmäßig erfolgreich ist und da eine Karriere ein machen mittelmäßiger zu Zweitligist. Mittelmäßig durchschnittlicher Zweitligist mit angebundenem Model-Label. Ach nee, das war andersrum. Ein international erfolgreiches Model-Label mit angeschlossenem mittelmäßigen Fußballverein. Da sind wir doch bei der Titelzeile des heutigen Podcasts, oder? Ja, das heißt, wir haben den Sportpark in einer Rasengeschwindigkeit abgefrühstückt. Genau, der sich auch nur noch musealisieren kann, dieser Verein. Deswegen gibt es dazu jetzt ja auch eine Ausstellung im St. Pauli-Museum, weil früher eigentlich alles besser war und alle davon zehren, wie es Ende der 80er mal gewesen ist. Genau. Oder seit Ende der 80er, ne? Also die Ausstellung Kiezbeben, die läuft noch im Juni, glaube ich. Ich rede mich hier nur gerade in Stimmung. Ich brauche mal irgendwas Kontroverses, damit ich mich nicht langweile. Ja, was können wir dir denn da mal anbieten? Ja, ich versuche ja schon die ganze Zeit hier irgendwas zu suchen, wie man mal so ein bisschen Schwung und Kontroverse hier reinträgt. Ja, wir wollen nämlich Spaß haben. Jetzt, wo sportlich alles durch ist, wollen wir uns ein bisschen. Und das ist doch wie beim beulen. Fußball. Ich meine, wenn die nicht gegeneinander, sondern miteinander auf dem Platz spielen würden, würde es doch langweilig. Also ich meine, es gibt drei Regeln für eine gute Dramaturgie. Konflikt, Konflikt, Konflikt. Um, wie man einen verdammt guten Roman schreibt, zu zitieren. Und jetzt dachte ich ja eigentlich, wir hätten jetzt mal so richtig einen. Die ganze Presse Hamburgs schießt sich auf Oke ein. Erste Revolten nach den Maßnahmen gegen die Vereinsführung. Nee, Quatsch, also gegen die Menschen auf der Süd nach dem Derby durch die Vereinsführung sorgten auch schon für Kontroversen und irgendwie habe ich jetzt das Gefühl, das suppt schon wieder alles weg, als es gerade mal wieder spannend wurde. Wie kommt das? Wieso wird bei uns immer alles immer wieder so gemütlich? Ja, irgendwie sickert das durch und man weiß nicht, warum es durchsickert. Also es kann nicht daran liegen, dass es andere Brandherde gibt, weil die gibt es nicht. Also den sportlichen Brandherd gibt es nicht und andere Sachen, die querlaufen, schieflaufen, gibt es auch irgendwie nicht. Ja, die werden so ja auch mal alle gleich so weggebügelt. Also Oke sanktioniert erst die Menschen auf der Süd, um sie danach wieder öffentlich zu umarmen. Da kann doch auch gar keine Stimmung aufkommen. Das war früher so schön, als man eine Vereinsführung hatte, über die man sich aufregen konnte. Das ganze Stadion war rot. Alle haben gesungen Bring Back St. Pauli und haben gegen die Kommerzialisierung des Vereines gewettert. Und jetzt wird alles so wegharmonisiert, was ja auch mal eine Form von Stagnation ist, oder nicht? Wie seht ihr denn das? Also im Grunde genommen hat sich ein Zyklus vollendet. Ne? Also es gibt eigentlich nichts mehr zu erreichen. Die Gründer des ersten. Champions League könnten wir schon noch schaffen. Ja, sportlich, ja. Aber ich meinte jetzt eigentlich vom Verein Zerstörung her. Zerstörung von innen.
die Gründergeneration, die das Kiezbeben ausgelöst hat, die werden ja bald 60 und ihre Nachfolger haben ja erst die mit der AFM die letzten 200 Jahre die Gremien besetzt und werden es wahrscheinlich die nächsten 200 Jahre auch noch machen. Und Herr Gunkel, der mit 85 abtritt. Wahrscheinlich, frühestens. Und dann wird dann, wenn man dann auch noch den Aufsichtsrat und das Präsidium durchwirkt hat, jetzt auch noch die Vermarktung und das Merchandising zurückholt in den warmen Schoß des Punkrock, dann kann ja eigentlich nichts mehr... Nichts Gemütlicheres als Punkrock. Eben, also es... Hier, das ist doch jetzt mein Stichwort, genau. Duftet nach Klostein und... Dazwischengrätschen im Sinne von auch heute wollen wir natürlich unsere Playlist wieder auffüllen mit Musiktiteln, die wir euch nahelegen wollen, Interpreten, die ihr haben wollt, machen wollt. Ja, Prost. Ich würde mal den Reigen eröffnen und einfach mal irgendwie dafür sorgen, dass auf die Playlist ein Lied kommt, was ich jetzt diese Woche sehr häufig gehört habe, und zwar ist es von der Band Stone Foundation. Die haben eine Coverversion gemacht von dem Terry Callier-Lied Ordinary Joe. Und ich war auf einem Konzert letzten Monat mit einem guten Freund, der jetzt tatsächlich uns verlassen hat. Und das würde ich nochmal so auf den Weg mitgeben, weil das so Erinnerungen sind, die sein müssen. Also Ordinary Joe, Stone Foundation. Hast du auch noch was du... Ja, ich höre tatsächlich irgendwie seit Wochen irgendwie nur noch diese ganzen Londoner Afrobeat-Varianten. Ezra Collection. Ezra Collection höre ich hoch und runter. Ich finde... tolles Album. Diesen Monat erschienen. Tatsächlich. Die sind live ja noch viel spannender. Also wenn du dir diese Live-Sets bei YouTube anguckst, ist es schon wirklich enorm. Und das neue Album finde ich fast so ein bisschen tot verglichen mit dem, was die live so, also was man sich bei YouTube angucken kann. Ich habe die hier im Knust leider verpasst. Ich finde übrigens gleich auch die Kurve zurück zum Punkrock und zum FC St. Pauli. Ich habe mir schon was überlegt. Den Faden würde ich erstmal aufnehmen, und zwar gibt es eine Geschichte. Es gab letztes Jahr, also es gibt so einen kleinen Hype jetzt, was London Jazz angeht, tatsächlich. Und Skull. Das ist auch eine Sache, die ich total spannend finde. Und letztes Jahr gab es einen ganz tollen Sampler, der auch diverse Preise hat. Das ist ja aber ein Hype, der auch zu Recht besteht. Also das ist ja nicht irgendwas, weil sich alle so langweilen wie ich, wenn ich über den FC St. Pauli rede, sondern weil das eine Substanz gibt, die komischerweise gerade vor dem Hintergrund des Brexit auch tatsächlich junge Leute. Wahnsinnig junge Leute. Und auf einmal finden Leute da irgendwas total hip und schick, was... noch vor 5 Jahren irgendwie eher was für die Älteren gewesen ist. So, das ist ja nur junges Volk, und das ist, die treten in Paris auf und werden gefeiert. Und es gibt ja auch so Comet is Coming, können wir nämlich auch noch gleich mit einbeziehen. Ja. Das zweite Projekt von Shabaka Hutchings. Ja, ein ganz toller Produzent, der da auch Mastermind, glaube ich, dahinter auch ist. Das ist der Saxophonist Shabaka Hutchings. Der produziert aber auch die Sachen, glaube ich. Das kann gut sein. Ja. Und so Comet is Coming fusioniert ja so ein bisschen fast schon deutschen Krautrock, der 70er, Can, Birth Control und solche Geschichten, Tangerine Dream. Quasi mit der Afrobeat-Tradition auf die südafrikanischen Geschichten, wo er auch... Ich erzähle das nur gerade so lang und breit, weil das ist eben tatsächlich so opposite of Punkrock. Das heißt, daran ist irgendwie nichts alt, daran ist nichts verstaubt, daran ist nichts gestrig. Das ist das aktuelle und hotteste, was ich seit Ewigkeiten gehört habe, wo ganz viele Sachen von den Interpreten, die wir gerade schildern, ist letztes Jahr 2018 im Februar ein Album rausgekommen, Here We Out heißt das, auf Brownswood, das Label von Giles Peterson, und da sind diese ganzen jungen Jazzmusiker tatsächlich mit jeweils 1-2 Liedern vertreten, und das ist ein ganz toller Song. Nicht nur Jazz, das ist ja mindestens genauso viel Afrobeat. Afro, ganz viel Afro dabei. Das ist ja musikhistorisch auch was oft vergessen wird, dass eher Fela Kuti James Brown beeinflusst hat als umgekehrt, und natürlich auch deswegen für die ganze Entwicklung von Funk und so weiter, auch all das, was von der Westküste Afrikas kam, wahnsinnig bedeutend gewesen ist. Und gerade das kocht ja wieder hoch und ist auch ein expliziter Bezug. Also Ezra Collective haben zum Beispiel auch einen Song von Fela Kuti auf ihrem aktuellen Album mit Ralf Alphamist, ist noch einer, der da mit reingehört. Ein bisschen softer, ein bisschen ambient, ein bisschen fast schon trip-hoppig teilweise. Die erste Single hieß irgendwie mit Diskus, ich muss das nachgucken, und ich werde es auf jeden Fall auf die Playlist setzen. Was auch, also ist ja auch naheliegend. Also wenn man jetzt überlegt, dass dieser Tony Allen natürlich auch, also der Drummer von Fela Kuti, tatsächlich auch in diesem ganzen Konglomerat irgendwie mit am Start ist und halt auch
ganz viel dazu beitragen kann, dass einfach diese Fusion fruchtbar ist sozusagen. Und wenn man jetzt so sieht, dass so eine Stadt wie London halt auch, wenn da was funktioniert, damals Drum and Bass, das war so Sachen, die gingen eigentlich nur da. Hin und her Pegel. Hallo, hallo, hallo. So, jetzt geht's los. Ich höre dich. Okay, dann schließe ich mal an, wo leider die Batterie gerade alle war. Also es ist nach allem, wie ich informiert bin und deswegen unter Vorbehalt, ist es so, dass Servus TV in Österreich, was auch von Red Bull betrieben wird, mittlerweile keine Probleme mehr hat, auch Rechtsradikale in Talkshows einzuladen. Entsprechend ist irgendwie diese Geschichte Red Bull immer zu verteidigen, weil alles andere sei ja strukturell antisemitisch, zumindest mittlerweile unter Vorbehalt zu betrachten. Diese Position wurde ja hier neulich auch referiert im Stadion und da spricht auch viel für sich und ich war auch nie der Red Bull-Hasser, aber man muss sich schon etwas genauer angucken, was da zum Beispiel rund um Servus TV gerade passiert. Nichtsdestotrotz hat irgendwie einer der Ableger von Red Bull irgend so einen Kulturkanal, den die haben, auch gerade über Afrobeat in Berlin und Afrohaus in Berlin so einen 5-Minuten-Beitrag produziert, den man sich bei YouTube angucken kann. Und da kannst du vielleicht einfach nochmal reingucken für die Playlist, ja, was das für Acts waren. Und das auch da geht's einfach total ab. Und vielleicht ist das ja hier in Hamburg auch so und wir kriegen es nur nicht mit. Zumindest ist es immer wieder so, dass ich irgendwie denke, dem Selbstverständnis, also das ist mein Lieblingsthema seit bestimmt 15, oder wie lange gehe ich da jetzt hin? 19 Jahren, es immer noch großartig und überwältigend und überragend und vergleichend. Ich finde, dass wir einen FC Lampedusa haben, aber im Grunde genommen die Musikkultur nie im Stadion angekommen ist. Und man sah da auch in diesen 5 Minuten allein, was allein in Berlin abgeht. Man kann sich bei YouTube Ezra Collective und Sons of Kemet und Comet is Coming und sich all diese Acts auch tatsächlich auch in aller Ruhe angucken und sieht, was für Vibes das sind, die natürlich am massivsten allen Arschlöchern von AfD und Co. aber sowas von in die Eier treten. Alleine, weil das eben musikalisch das Gegenteil von deren Träumen von Marsch und Volksmusik und naja gut, ich meine auch musikalisch sind natürlich Freiwild und solche Bands sind auch nicht so wahnsinnig weit weg von den Toten Hosen, natürlich von ihrer Symbolik her und nicht von der Musik her und da ist das einfach irgendwie der Gegendiskurs, der gerade musikalisch stattfinden muss, denke ich. Und fände es immer schön, wenn es mal mehr im Stadion stattfinden würde, aber wenn wir das dann stattdessen eben auf der Playlist abgebildet kriegen, ist das ja auch schon mal ganz schön. Ja, das ist auch der erste Schritt, da müssen wir damit anfangen. St. Pauli-Fans gegen Diskophobie, um diesen Nebelschleier, diesen Tau, der ja irgendwie auf uns allen liegt, spätestens seit dem Derby, ne? Das ist Der liegt auf uns, aber schon erheblich länger als seit dem Derby. Ja, aber seitdem nehme ich ihn auch tatsächlich sehr verstärkt wahr, muss ich sagen. Also da. Das sind eher so bleierne Ketten, die. Ich hätte gedacht, ich hätte mich schneller erholt. Ich hätte ihn runtergespült. Aber ich habe ihn nicht runtergespült gekriegt. Der ist wie so eine alte weiße Gardine, die hier in der, wenn hier Gardinen hängen würden, dann wären die auch so grau, nicht mehr weiß. Da wäre noch nicht mal mehr Ardo mit der Goldkante hier. So wie ist das Ding noch? Wenn die weiß miteinander verwaschen sind, dann kommt da ungefähr so eine Farbe raus. Ja, das ist. Und so fühlt sich das an, als ob eine Haufenweise von diesen Dingern irgendwie auf dem FC St. Pauli drauf liegen und vor allem kulturell und man kriegt das nicht abgeschüttelt und wenn man denn in andere auch aktiv so betrieben von den ganzen Platzhirschen, dass es nicht abgeschüttelt wird, die sich da in ihrer komischen Celtic Irish Folk von 1995 Welt eingerichtet haben und alles wegbeißen, dass man andere Akzente setzt. Also das muss man ja auch so sehen. Obwohl es gab neulich ein Rave, wo ich nicht war in der Süd. Das stimmt, immerhin. Ja, ich war leider auch vielleicht gibt es auch Sachen, die ich nicht mitkriege, weil ich immer so damit beschäftigt bin, mich über die alten Säcke da aufzuregen, zu denen ich ja auch gehöre eigentlich. Das ist natürlich auch immer möglich, dass das auch so bequem ist, sich darüber ständig nur aufzuregen. Wobei ich bei Fußball und Liebe damals tatsächlich ganz andere Akzente gesetzt habe. Da hat der FC Lampedusa, den es da aber noch gar nicht gab, also die Gruppe, hat einen Trommelworkshop abgehalten und es gab eine Samba-Gruppe und mein Saxophonlehrer hat einen Performance zu politischem Lied in Südamerika gehalten und Suki ist aufgetreten. Also da war schon eine ganze Menge los tatsächlich bei Fußball und Liebe, dem ersten Festival, was andere Akzente gesetzt hat. Dem ersten Festival, wann kam das zweite? Ja, da wurde ich ja schon nicht mehr dazu eingeladen.
um hier aus dem Nähkästchen zu plaudern. Wobei aber ja auch damals schon zu bedauern war, dass das nicht in den Verein und vor allem den Spielbetrieb, in die Selbstverständlichkeit des FC St. Pauli reingeraten ist, sondern es war ja immer irgendeine Form von externer Veranstaltung. Ja, also ein Paralleluniversum oder das andere Gleis, das sozusagen vorbeigefahren ist am Stadion. Also eigentlich war das ein Eigenleben, was wie ein Kokon reingepflanzt wurde in dieses Stadion und aber aus diesem Kokon nie rausgekommen ist, um irgendwie da... Ich glaube eher, da wurde was gesät, was noch nicht erblüht ist. Also manchmal liegen die ja auch ganz lange irgendwo rum, bevor dann irgendwie ein wundervoller Garten voller neuer Stile über rauskommt, wo wir beim Thema Stilmittel sind. Stilmittel und Marketing sollten nämlich eigentlich heute Thema dieses Podcasts sein. Und ich sage jetzt einfach, wie ich darauf gekommen bin, mir irgendwie schon wieder so ein komisches Thema auszudenken, immer noch in tiefer Ehrfurcht vor eurem schöpferische Zerstörung-Podcast, den ich total großartig fand. Bei diesen ganzen Diskussionen nach dem Derby gab es immer wieder diese Formulierung, dass Gewalthandlungen Schals klauen, im Stadion präsentieren, anders als früher und so weiter, als Stilmittel behandelt wurden. Und da habe ich mich immer gefragt, worin besteht da jetzt eigentlich das Stilmittel? Also ein Stilmittel ist ja das Bending beim Saxophonspiel oder der Fond bei einer Werbung oder so. Aber inwiefern kann Gewalt ein Stilmittel sein? Oder also die Trophäe als Stilmittel, also die Präsentation der Trophäe. Aber wo ist da der Stil? Also was genau macht das zum Stilmittel und nicht zu einem Akt der Aggression zum Beispiel. Oder nicht zum Skype oder was auch immer. Also eine Trophäe ist ja irgendwie, weiß ich auch nicht, das kannst du doch nicht abstrahieren als Stilmittel, oder? Naja, da ist der sportliche Aspekt ist der sozusagen unaufmerksamen oder anderweitig derangiert unter unterlegenen anderen Ultras, das wegzunehmen, was ihnen am wichtigsten ist, nämlich die Flagge. Das ist ja ein altes Spiel hier. Wie hieß es noch? Aber Takashi Castle oder wie das heißt? Besteht da der Stil? Also ich meine, Stil ist doch ein zweireihiger Anzug oder was Ulf Poschardt über der Welt glaubt zu betreiben und für stilvoll hält, wenn er mit seinem blöden Porsche da irgendwie sich inszeniert. Und solche Geschichten sind doch eigentlich Stilfragen. Also vor allem diese Trophäe zu bekommen, jetzt, weil jemand verschlafen ist. Also, das ist, nee, eben. Und das ist auch, wenn du dann einfach eine Waage hast, wo auf der einen Seite 50 Personen sind, auf der anderen 5, dann ist relativ klar, dass diese Trophäe auf der 50-Mann-Seite landet, egal ob die eine Seite jetzt geschlafen hat und deswegen losgeworden ist. Das ist dann so, das ist dann sowas wie, ja, das Stil wird jetzt auch, da finde ich überhaupt keinen Bezug zu. Tatsächlich, das ist man kann vielleicht noch so vom Kampfstil von Muhammad Ali reden oder so. Also das ist dann Sting nur, like a bee. Also wie ein Tanzstil live, zum Beispiel. Fly, aber like das habe ich einfach nicht. Ich bin da nur so hängen geblieben, weil es in der Dialektik der Aufklärung von Horkheimer Adorno gibt es längere Ausführungen zu diesem Thema Stil. Und Adorno vertritt da sinngemäß, und das ist jetzt eine sehr verkürzte Variante, quasi die These, wenn irgendwas nur noch Stil ist und sonst nichts mehr, ist es auch nichts mehr, sondern gibt sich der Herrschaft anheim. So ungefähr formuliert er das da zusammen mit Max Horkheimer. Und sind wir nicht eigentlich an so einem Punkt gelandet, wo tatsächlich irgendwie ganz viele Fragen, die mal inhaltlich definiert waren in diesem Verein, und deswegen kam ich ja auf dieses Thema, sich quasi in eine Stilistik aufgelöst haben, ohne dass sie noch irgendwas Inhaltliches darstellen, außer man blockiert dann alle 3 Monate mal einen Nazi-Aufmarsch, also ich überpointiere natürlich, weil ich ja eigentlich was anderes will, nämlich wieder mehr Inhalte, und glaube auch, dass ganz viele Leute das wollen, die vielleicht auch mehr vertreten werden, als ich es mitkriege. Nichtsdestotrotz, wenn man sich zum Beispiel die Choreos, die ich ja auch nicht betreibe, das sind großartige Leute, die sich da sehr viel Mühe gibt, aber im letzten Jahr angeguckt hat, ich kann mich an keinen erinnern, wo meine ernsthafte politische Message da irgendwie vertreten worden wäre. So, zum Beispiel, es gibt immer so einzelne Plakate, aber ich erinnere mich noch, selbst diese Kiffer-Choreo, die es mal gab mit den rollenden Augen, die hat insofern mehr als Stil meines Erachtens signalisiert, weil sie ja auch auf eine völlig absurde Drogengesetzgebung, die unter anderem dazu da ist, möglichst viele migrantische Jungs, die in den Marihuana-Handel verstrickt sind, verhaften zu können, überhaupt nur geschaffen wird. Also wenn man Delinquenz braucht, um bestimmte gesellschaftliche Hierarchien aufrechtzuerhalten. Also da gab es einen politischen Gehalt, wenn man dagegen mit Pyro und Rauch und rollenden Augen, die total geil animiert waren bei irgendeiner Figur, die da für die, die es nicht gesehen haben, auf der Süd großartig gebaut war,
Und das ist doch irgendwie verschwunden und es ist tatsächlich alles nur noch Stil, dass man sich denn manchmal so fragt, ohne die Leute im Einzelnen zu kennen. Aber ich habe es mich auch gefragt, nachdem ich mir 3,5 Stunden den Millern-Ton angehört habe, wo nun immerhin irgendwie aus erster Hand berichtet wurde aus der Süd. Es kam kein einziges politisches Statement, außer dass am Rande mal darauf hingewiesen wurde, dass es großartigerweise eine Rechtsberatung für Flüchtlinge auf der Süd gibt. Aber das taucht ja nicht auf in irgendeinem Cabrio. Es ist ja nicht etwa, schafft den Paragraphen ab oder so, der Asylsuchende knechtet. Sondern stattdessen ist St. Pauli dem Wahnsinn verfallen und alles löst sich in einem Stil auf. Selbst Hammer und Anker werden auf einmal zu Stilmitteln in Dresden, wo vielleicht noch Leute, die vielleicht mal in Bautzen inhaftiert waren, im Stasi-Knast, damit konfrontiert werden. Und ich finde, es gibt so eine Totalisierung von Stil, die mir nicht mehr gefällt. Und da würde ich einfach hören, wie gerade du als Marketing-Experte dieses Thema beurteilst, Erik. Es ist insofern ganz interessant, weil wir die Diskussion bei St. Pauli ja schon mal hatten. Im Übrigen gibt es ja Personen, die zu Ikonen wurden, die auch vollkommen losgelöst von dem weiterleben, was, wofür sie eigentlich mal standen. Also auch im Übrigen mit allen Diskussionen um ihre Person. Für mich steht da sozusagen das Che Guevara-T-Shirt sozusagen sinnbildlich dafür, dass sozusagen eine Person zu einer Modeikone wird, die dann zu dem, was sie einmal ausgemacht hat, oder auch zu der Botschaft, die sie transportiert hat, die Verbindung verliert. Und das ist Das ist ja auch die Frage, welche Botschaft hat denn Che überhaupt? Das ist nämlich tatsächlich gar nicht mehr so ganz klar, wofür der eigentlich gestanden hat. Was war das eigentlich, diese kubanische Revolution? Das weiß doch überhaupt niemand mehr. Und ich habe jetzt tatsächlich länger mal rumgegoogelt, weil ich mir selber nicht mehr sicher war, ob ich rechter Propaganda auf den Leim gehe, wenn ich behaupte, Che Guevara sei ein homophobes Arschloch gewesen, schwulenfeindliches. Und es ist tatsächlich was sehr massiv von rechten Seiten gepusht wird, als Sichtweise Epoch-Times und so ein Scheiß irgendwie. Meines Erachtens Scheiß, das war eine Meinungsäußerung, die verklagen wahrscheinlich auch gleich alle, das war eine Meinungsäußerung. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich schon so, auch wenn hinterher Fidel Castro das auf seine Kappe genommen hat, dass es irgendwie auf Kuba, aber auch mitinitiiert von Che Guevara, um Erziehungslager für Schwule gegeben hat, die als Konterrevolutionäre gegolten haben. Und es wird zur Verteidigung nicht zuletzt auch von irgendwelchen Anverwandten von ihm, die, glaube ich, mittlerweile sogar durchgesetzt haben, dass es die Homo-Ehe auch auf Kuba zumindest geben sollte. Ich weiß nicht, ob sie wirklich sich etabliert hat oder nicht, zumindest haben sie es versucht und schämen sich auch so ein bisschen dafür, was der so getrieben hat. Dann wird immer gesagt, naja gut, das war doch damals weltweit verboten. In den USA gab es auch Konversionstherapien, aber es ist auch niemand auf der Süd zu sehen, der in den USA in den 60er Jahren für Konversionstherapien für Schwule eingetreten ist. Das heißt also, das ist immer so eine Art, irgendwas quasi retrospektiv zu rechtfertigen in einer bestimmten Phase, wo aber viel Leid verursacht wurde. Und ich finde, dass man, wenn man schon mit Che schwenkt und Hammer und Sichel bzw. Anker schwenkt, man das reflektieren muss. Also man kann nicht einfach irgendwie das so rumschwenken, als sei das irgendwie sowas wie ein Levis-Label nur von den Guten. Levi's und wir waren ja beim Marketing gerade, ne? Und das ist das ist der Unterschied zwischen die Verbindung zwischen dem, was eine Ikone oder ein Markensymbol ausmachen, zu dem, was die Marke ausmacht oder das ausmacht, also das Unternehmen ausmacht. Unternehmen sind ja in klassischer Form ein Verbund von Menschen, der irgendein Problem beseitigen will. Das ist zumindest die klassische Form von Unternehmen. Das heißt also auch, Unternehmen ist grundsätzlich etwas, was ein Problem beseitigen will? Ja, Problem beseitigen im Sinne von, ich möchte von A nach B und das so angenehm wie möglich. Das habe ich jetzt aber für Marketing
Das war ein Marketing-Gag. Okay, vielleicht oute ich mich jetzt auch als neoliberal. Aber das, wenn wir diese These... Das ist doch gut. Ich meine, irgendwie, ich habe ja am Anfang mich über die Langeweile aufgeregt. Natürlich kann man das pro-kapitalistisch sagen. Ja, ein Autounternehmen wie BMW, was Kevin Kühnert gerade gerne am liebsten kollektivieren würde, was ich ja gut finde, dass er das will, nur man kann das nicht einfach so fordern, ohne sich vorher mit der kubanischen Revolution intensiver beschäftigt zu haben, meines Erachtens egal. Man kann natürlich sagen, so ein Unternehmen wie BMW löst das Problem, dass es irgendwie nicht genug teure Autos für Leute gibt, die gerne in ihren Augen stilvoll über die Autobahn rauschen wollen oder so. Würdest du das so sehen? Das wäre, also für das Unternehmen BMW wäre das die Daseinsberechtigung. BMW sponsort uns übrigens nicht. Also das ist anders als gerade in der Welt von Ulf Poscher, der da mit dem grünen Vorsitzenden die ganze Zeit irgendwelche Bilder inszenierte, wo VWs mit im Bild waren, was Stefan Niggemeier für Übermedien auseinandergenommen hat. BMW sponsort uns noch nicht, aber wenn sie möchten, sagen wir nicht nein. Das stimmt. Sponsern uns nicht, sind aber ein schönes... Verlogen, wie wir sind. wir sind halt Kinder, und wir sind Kinder unserer Zeit. Aber es ist vielleicht auch wirklich nicht das beste Beispiel, aber BMW fiel mir auch vielleicht wegen Kühner gerade ein. Das Unternehmen sind Problemlösungen, das ist ja erstmal eine These, über die man tiefsinnig werden kann. Ne? Naja, das ist die sogenannte Markenkerntheorie, also dass tatsächlich Unternehmen... Das gab es bei uns im philosophischen Seminar nicht. Nee, dann aufhören zu existieren, wenn sie ihre License to Operate verlieren. Und die License to Operate ist immer ein Problem zu lösen. Deswegen sozusagen, das korreliert im Übrigen auch... Klassenfeind. Das korreliert im Übrigen auch mit der Höhe Alter der Marketing... mit der Höhe der Marketingausgaben. Also die Unternehmen, die am schlechtesten erklären können, warum es sie gibt... machen am meisten Werbung. Der HSV zum Beispiel. Der HSV, BP, Shell, Esso, Edeka, naja, glaube ich. St. Pauli. Auf jeden Fall. St. Pauli. Auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte, ist, das ist egal, wie man dazu steht, es gibt eine Verbindung. Glaubst du das, was du da gerade sagst? Ja, das glaube ich. Also es gibt eine Verbindung von... Ich frage mal. Von dem, was man an der Oberfläche darstellt, zu irgendeiner Art von Zweck. Kann ja auch das Zweck sein, der Zweck eines Unternehmens kann natürlich auch sein, Kleinanleger übers Ohr zu hauen. Ne? Also dann entfernen wir uns natürlich von unserer... Aber ja, auch eine Problemlösung. Genau. Also, ich weiß nicht mehr, wie ich noch Geld verdienen soll angesichts des tendenziellen Falls der Profitrate, um hier mal die alten marxistischen Karlauer auszubuddeln. Und von daher muss ich irgendwas wie Cum-Ex zum Beispiel erfinden. Genau. Womit ich den Staat ordentlich bescheißen kann, meines Wissens funktioniert das ja so. Und ich weiß, sanktionieren tut das eh keiner, weil alle haben Interesse daran, irgendwie Obdachlose zu verfolgen und bestimmt nicht irgendwelche Leute, die Steuern ergaunern oder über Steuern komische Gewinne erzielen. Das ist ja ganz kompliziert, wie das im Detail passiert. Das heißt also, das ist für dich einfach eine Form von Problemlösung. Aber was sind denn Kriterien für gute oder schlechte Problemlösungen? Darum geht es mir nicht. Nein, aber das frage ich dich doch gerade. Was ist denn für dich da das Kriterium? Ich interview dich jetzt einfach mal, wenn du hier schon solche Besuchungen hast. Nein, das interessiert mich ehrlich gesagt insofern nicht, als dass ich... Das muss dich doch aber interessieren, wenn du zum FC St. Pauli gehst. Ja, tut es auch. Aber mich interessiert im Moment nur die Verbindung von Oberfläche zu diesem Zweck. Und der ist... Aber so eine formale Bestimmung, die also auch Adorno wieder erkennt, ist, die den Inhalt will die Utopie. Das heißt also, will die den Inhalt will und nicht etwa die Form oder den Stil oder Problemlösung als Sinn von Unternehmen, sondern eben stattdessen eben tatsächlich überlegen, was für ein Inhalt wäre denn irgendwie als Anlass für eine Problemlösung jetzt mal der richtige. Das ist ja meines Erachtens die wichtige Frage auch beim FC St. Pauli. Wobei wir ja, und darauf will ich hinaus, wobei wir beim FC St. Pauli werden, könntest du mal bitte ganz kurz mich nicht mehr unterbrechen. Wichtig in diesem Zusammenhang, deswegen war BMW tatsächlich ein bisschen ablenkend, wichtig in diesem Zusammenhang ist, dass in dem Moment, wo ich nur geklaute Schals präsentiere, also das Präsentieren der Schals, aber jetzt kein mein Nebenzweck. Nein, mein Marketing ist. Marketing kann ja auch ohne Zweck funktionieren. Da waren wir ja gerade.
Also wenn ich den Zweck dahinter nicht erklären kann, wieso ich irgendwelche Schals präsentiere, habe ich so absolut absurde Stilblüten, dass die Dresdner Ultras ein Badehandtuch vom Merchandising des FC St. Pauli als Beute präsentieren. Also grotesker geht es ja gar nicht mehr. Das heißt also, das Stilmittel, dieses Handtuch da als Beute zu präsentieren, ist so weit weg von irgendeinem imaginären oder vielleicht tatsächlich sogar mal dagewesenen Zweck. Und darum geht es mir, dass sozusagen Marketing funktioniert hervorragend, also die Oberfläche funktioniert hervorragend ohne den Sinn dahinter. Der kann ja mal bestanden haben, wie bei Che Guevara beispielsweise, deswegen kam er ja drauf. Der hat ja mal bestanden, auch der Diskurs hat bestanden. Aber frag mal irgendjemand von dem, die das schwingen, was der eigentlich genau auf Kuba gemacht hat. Das wird dir keiner antworten können, wette ich mit dir. Genau, und irgendwann reißt dieses Band, diese Verbindung zwischen Oberfläche, Marketing, Stil, ab, zu dem, was dahinter liegt, ab. Und im Übrigen ist das für mich zumindest auch die Definition, wann etwas die Subkultur verlässt und in den Mainstream kommt. Das finde ich sehr, sehr vergleichbar. Und da sind wir nämlich mit dem FC St. Pauli gerade. An der Schwelle oder sind wir kurz drüber? Wir haben quasi den Zyklus vollendet. Wir haben jetzt einen Präsidenten, der im Übrigen das, womit wir eingestiegen sind, also diese ganze Kulturreferenzen mit Musik, mit schwarzer Musik, mit dem, was jetzt gerade passiert, das weiß der ja alles sehr viel besser als ich beispielsweise, also als ihr vielleicht nicht, aber als ich auf jeden Fall. Das heißt also, ich habe Oke im Übrigen vor mehr als 4 Jahren gewählt, damit genau das passiert, damit diese Musik, für die er ja auch mal stand, nämlich für den Transport von Subkultur in den Mainstream, das ist ja sozusagen die Aufgabe seines Unternehmens gewesen, dass er das mit St. Pauli macht. Also unsere Subkultur wieder so auflädt, dass wir vielleicht mal eine andere Geschichten oder neue Geschichten erzählen, als die, die wir seit Ende der 80er Jahre erzählen. Deswegen ergeht es uns so wie Che Guevara gerade. Und vielleicht wie BMW. Er hat immer noch die Frage, es kann doch von uns auch keiner beantworten, wofür Che Guevara wirklich stand, oder? Nö. Kannst du das mal eben so aus dem Ärmel schütteln? Na, ich weiß nur, dass die Verbindung verloren gegangen ist, weil ich mir nichts darunter vorstellen kann. Ja, das ist ja der Witz. Also, dass tatsächlich natürlich die kubanische Revolution war erstmal eine, die auch einen der vielen Diktatoren beseitigt hat, was immer vergessen wird, wenn so Kommunismus diskutiert wird, was da immer vorher war. Also, was war vor Mao, was war vor Stalin, da war eben der Zarismus, der auch nicht viel anders als der Stalinismus war und so weiter. Also, das ist natürlich auch hinsichtlich Kuba von Relevanz, und was sie tatsächlich geschafft haben, ist ein halbwegs vernünftiges Gesundheitssystem zu installieren auf Kuba und die Landwirtschaft zumindest ein klein wenig auf Vordermann zu bringen und ansonsten da so als antiimperialistische Keimzelle unterhalb der USA noch irgendwie weiter zu existieren. Der Preis war eben sehr hoch. Also das ist immer so der Punkt, den man meines Erachtens eben nicht so wegschieben kann. Von daher bin ich natürlich jetzt nicht unbedingt, dass jedes Unternehmen, also dazu sage ich dann immer was, dass jedes Unternehmen automatisch eine Problemlösung ist, würde ich nicht einfach so uneingebettet stehen lassen wollen, aber dieser Prozess der Entkernung und Veroberflächlichung, um das mal in anderen Worte zu fassen, ja, und da ist eben die Frage, ob wir das nicht tatsächlich beim FC St. Pauli auch schon längst haben. Und da, das heißt, sind wir eine leere Hülle ohne Inhalt? Ist der Verein einfach nur ein Karton mit einem Totenkopf drauf, der jetzt irgendwie drin ist? Was ist denn das für dich? Das brauchst du uns ja nicht fragen. Ja, eben, das ist so eine Frage, die ich mir auch stelle, die ich mir auch selber gar nicht beantworten kann. Aber das Gefühl wächst, dass es genau das ist. Also das, ich meine, man steht beim FC St. Pauli in der Weinbar und diskutiert mit dem, ich glaube, Landesvorsitzenden der CDU über an Frau Karrenbauer. Also ich meine, subversiv ist es nicht, ne? Nee, irgendwie nicht, aber irgendwie auch doch. Herr Weinberg, er war aber ganz nett übrigens. Ja. Ich fand ihn auch netter als Herrn Grote, muss ich sagen. Das ist auch nicht schwer. Das ist auch nicht, das wird ihm auch nicht gerecht werden, diese Messlatte, würde ich sagen. Aber natürlich ist es so, dass... deswegen geht es trotzdem nicht AKK zu wählen. Aber das so am Rande. Kannst du das so vertiefen? Nein, ich wollte es aber mal erwähnt haben, weil es sagt ja was aus. Also über das Szenario, in dem man sich da bewegt, und hat insofern eigentlich nur aufgegriffen, was du selber gerade gesagt hast. Ja, und das ist es eben...
ist es jetzt so, dass also ich finde, das Problem, was wir haben, ist tatsächlich, dass wir diesen Verein haben, wo wir das Gefühl haben, dass drin gar nicht mehr so viel ist, was jetzt spannend ist. Aber ich finde auch nicht, dass einem der Raum gegeben wird, das ist ja die Thematik, die wir vorhin hatten, dass einem gar nicht der Raum gegeben wird, es mit interessanten Sachen zu füllen, weil man irgendwie gar keine Tür oder keine Öffnung findet oder keinen Zugang. Und es wirkt wie ein, ja, wirkt wie ein verschlossenes Relikt. Wieso? Wenn du Ideen hast, kannst du doch die mal ausarbeiten und ein paar Leuten schicken. Und Herr Gunkel ist ein total begeistert und fördert das sofort. Oder du kommst zu unseren Dienstag, Mittwoch, Donnerstagstreffen und stellst dich mal vor. Auf eine Kiste und sagst, was gucken, du da überhaupt willst. Genau, mal gucken, wie wir das 300 Ultras, die den Daumen hoch oder Daumen runter sagen. So stelle ich mir das vor, so Poetry Slam à la Gladiator, dass dann Nero sagt. Das ist der Titel des Podcasts, Poetry Slam à la Gladiator. Das ist dann so, der Daumen kann eigentlich nicht in die richtige Richtung gehen. Man versucht es nur so lang wie möglich nach hinten zu schieben mit irgendwelchen lustigen Reimen oder Gedichten. Aber ist auch eine persönliche Wahrnehmung. Also, aber was ist denn die Alternative? Die Alternative wäre dann etwas sozusagen weiter abseits des FC St. Pauli aufzuziehen. Also sowas wie ist eigentlich die Millantor Gallery entstanden? Ist die ich glaube ja zuerst immer noch, dass die aus unserer Kunstverein-Idee entstanden ist. Und dann hat Benny die irgendwie weitergesponnen, der war da ja damals mit dabei. Also muss man kurz erzählen, wir saßen irgendwann in meiner ehemaligen Firma in der Küche, das war irgendwie so ein Anbau, und wollten einen Kunstverein gründen, zusammen mit Erik, Benny, Adrian, Jonas vom ich erzähle dir jetzt Insider, aber das ist 10 Jahre her, da darf man das auch erzählen, glaube ich. Ja, zumal es den Verein formal juristisch ja noch gibt, denn wir haben ihn ja gegründet. Der sollte Ra heißen und irgendwie wurde aus dem nie was. Ra, ich glaube, das vor allem Sonnengott? Ich weiß gar nicht mehr, wie wir darauf gekommen waren. Das war deine Idee. Ich habe ehrlich gesagt nicht verstanden. Ich würde jetzt reingehen und sagen, die Ra-Band, Clouds Across the Boot. Nee, das war gleichzeitig auch irgend so ein Computerformat, also irgend so ein Transformations- und Umwandlungsformat. Jetzt geht Erik weg, während ich ihm gerade nochmal erzählen wollte, wie ich glaube, dass die... Erik will sich gerade kurz mit der Tresenkraft unterhalten über mögliche... Die Gründung der Millantor Gallery. Achso, ja, das muss ich ja mitkriegen. Ich habe ja die Frage gestellt, dann bleibe ich noch so lange. Ich weiß es ja ehrlich gesagt gar nicht so ganz genau, aber ich vermute einfach, dass das zumindest einer der Impulse waren, wie wir da in der Küche saßen, sich da mal intensiver Gedanken drüber zu machen und wie Benny so ist, hat er es dann, glaube ich, einfach gemacht. Ja, die Frage wäre nämlich, ob etwas im... Großartigerweise, das war ja gerade eine tiefe Verbeugung. Ich laber immer viel rum und kriege es nicht zustande, weil Leute wie Benny haben dann eben einfach gemacht. Ja, zumal die Millantor Galleria an das, was wir uns vorstellen, am allerweitesten rankommt... nämlich die Perspektiven und die Räume am Millantor aufzumachen für etwas, was eben nicht museal vom Kiezbeben sozusagen betroffen ist, sondern was Neues ist. Zudem, dass auch wirklich divers ist, was die da machen. Also Leute wie Michael achten da ja auch tatsächlich drauf. Also was da so als Kunst ausgestellt wird, ist ganz eng connected auch mit Künstlern aus diversen afrikanischen Ländern, mit tatsächlich marginalisierten Perspektiven aus Hamburg und so weiter und so fort. Und auch das Musikprogramm, was die da haben, ist ja viel avancierter als das, was hier bei irgendwelchen Saisonabschlussgeschichten so zombiehaft rumwest als Relikt aus den 90er Jahren. Also und das stimmt schon. Also die haben da, aber dafür wurden sie dann ja auch vehement angefeindet als reine VIP-Veranstaltung. Das ist dann ja auch wieder so typisch dann auf einmal so ein Volkstümlichkeitsdiskurs der bierbäuchigen Überbleibsel aus den 90ern irgendwie zu führen und als das Volk auszugeben. Irgendwie, ich habe auch einen Bierbauch abgesehen davon. Christian kommt in eine Umdrehung, langsamer da die Energiespuren. Das finde ich gut. Wir reiben wie gesagt, ich will mich ja auch nicht langweilen. Also insofern also habe ich auch einen Bierbauch. Obwohl auch ein Relikt, ein Eidlinke, ja, aber das, egal. Obwohl ja die, sozusagen die Antwort wäre ja, also wäre ich jetzt St. Pauli Establishment, dann würde ich ja auch antworten, ja, dann mach doch einfach irgendwie was Neues, aber... Hab ich doch. Das wird ja dann aber vereinnahmt. Das ist schwer auf Dauer hier, ne? zu installieren. Nee, das ist so, wenn man an bestimmten Pfeilern rüttelt, geht's nicht weiter. Muss man intensiver rütteln, damit die dicken Äpfel vom Ast fallen?
Nee, ich glaube tatsächlich mittlerweile, es muss eigentlich irgendwie eine juvenile diverse Nachfolgeorganisation von USP geben. Also die sind ja auch in die Jahre gekommen, die sollen wir nicht mehr, den Stellen, die sich dahin finden, ist toll, dass auf einmal irgendwie Leute bei ihnen auf der Süd stehen, die geboren wurden, als USP gegründet wurde, also besser sich selbst musealisieren kann man ja gar nicht irgendwie und dafür sind wir natürlich zu alt, aber ich glaube, was die Alten wie wir immer dürfen, ist im Grunde genommen irgendwie nochmal auf Dinge hinzuweisen, die tatsächlich die 30-Jährigen gar nicht auf dem Zettel haben können, weil die gerade mit anderen Sachen beschäftigt sind und dafür sind ja alte Säcke wie wir da, denn da rumzulabern, das machen wir ja gerade und eigentlich müsste sowas kommen. Wir bräuchten QSP, queere USP zum Beispiel. Das hinterher Leute wie aus Pose, der Serie von Netflix, da stehen, statt dieser rummackernden Megafon-Heinis und dann eine Drag-Show hinlegen zum Beispiel, das wäre mal irgendwie was. Oder es müsste diese ganze Afrobeat-Szene auf einmal einfach das Stadion entern, irgendwie die Leute aus USP-Sitzungen rausschmeißen, dann rein schwarzes Kollektiv, was Afrobeat veranstaltet, irgendwie mal installieren, die mir auch sagen, Alter, wir machen ja unser Ding und nun romantisier das mal nicht. Du verstehst das doch gar nicht aus deiner Perspektive. Sowas muss irgendwie passieren, meines. Also nur so zwei Ideen. Und das kann man ja nicht initiieren, aber man kann es sich vorstellen. Und ich finde eben tatsächlich, dass der FC St. Pauli auch so ein bisschen seine Fantasie verloren hat. Also Schöner Punkt. Lass uns das doch machen. Ähnlich wie beim Zerstören, jetzt pflanzen wir wieder. Jetzt fangen wir an zu träumen. Jetzt verbinden wir die Fantasie. Jetzt, wo die Flügel gestutzt wurden, kann man wieder neu versuchen. Ja, die Fantasie, die nämlich sagt, ich kann dich hinbringen, wohin du willst. Das tun wir jetzt mal. Das ist schön. Ich mache was ganz Praktisches. Ich hole uns noch 3 Bier zum Weiterfantasieren. Das finde ich gut. Genau. Witti, was wären denn deine Vorstellungen, ich habe ja gerade mal welche genannt, für eine bessere Zukunft des Stadionerlebnisses des FC St. Pauli? Ich hätte gerne Drag Queens statt mackernden... Also komischerweise bin ich auch gerade auf die Idee gekommen, als du diesen Vorschlag machtest. Du hast das ja neulich auch schon so wundervoll von selber aufgemacht, das Thema. Bin ich auch irgendwie selber drüber gestolpert und ich finde die Idee auch einfach toll, dass man nichts gegen Olivia Jones übrigens. Ja, das hatte ich auch noch relativiert, das war dann auch tatsächlich... Schweige denn gegen Lilo Wanders. Ja, das geht gar nicht. Aber es ist natürlich so, dass man vielleicht auch so eine Sachen irgendwie... Man muss ja auch nicht separate Geschichten draus machen. Also wie toll wäre denn bitte eine Vorstellung, wenn du so eine Afrobeat-Night mit irgendwie Jazz, House, Berlin, London präsentiert von einer Drag Queen mit irgendwie einfach, wo sich alles trifft, was auch nicht unbedingt jetzt irgendwie... Also wo wirklich jeder Spaß haben kann und wo es durch alle Kulturen und Genres geht, wo das dann tatsächlich auch als sogenannter Rave oder wie auch immer Event funktionieren könnte, mit so einer Kulturüberschrift, die vielleicht sein würde, dass man das alles bunt knallen lässt, sozusagen neu, um aus diesem Regenbogen, der dann vielleicht irgendwie explodiert, tatsächlich neue Samen irgendwo zu streuen. Die natürlich solche Leute, die jetzt in den 90ern groß geworden sind, seitdem immer nur zu Celtic gefahren sind oder ans Millerntor und immer nur die gleichen 3 Lieder gehört haben, ist es natürlich schwierig dann zu sagen, jo, wir nehmen jetzt mal ganz was Neues an. Und jetzt ist die Jukebox angelaufen. Ich höre dich aber immer noch deutlich, muss ich sagen. Ja, und wir machen jetzt hier so ein bisschen Hintergrund. Ich glaube, im Hintergrund darf das auch sein. Es wird auch gerade runter reguliert, die Musik. Es ist auch kein Afrobeat, der da gerade läuft. Aber ich glaube, Marianne Rosenberg, ja, das natürlich auch passt. Ne? Das geht eigentlich das immer. Das ist doch Marianne Rosenberg, ja, oder? Ja. Das darf sie. Als wir damals zu Marleen, eine von uns beiden muss nun gehen, im Tuk-Tuk an der Elkersallee, die du ja kennst. Das kenne ich tatsächlich sehr, tanzen, sehr gut. Tanzen, das war schön, Ende der 80er. So. Ja, da kommt wieder das Zeitfenster. Also wir sind tatsächlich Marianne ja das Rosenberg alte Eisen. Passt schon gerade. Ein kleiner Hinweis noch für alle Abmahnanwälte. Ich habe keinen Einfluss auf die Umwelt, auch auf die Tonumfeld dieses Etablissements. Das heißt also, das ist für uns Hintergrundgeräusch, Ambient sozusagen. Genau, und wir reden extra drüber, damit wir das unterstreichen und sagen, wir finden es toll, aber es ist natürlich was im Hintergrund ist und kein Target für Leute, die uns böse wollen. Ja, zumindest wo wir gerade aber bei den Fantasien waren, auch wenn das jetzt mit Marianne Rosenberg leider nichts zu tun hatte, über die ich auch stundenlang reden könnte. Ich habe zum Beispiel immer noch die Single auf dem Dachboden der deutschen Version von Woman in Love von
Barbara Streisand, die nämlich tatsächlich auch Marianne Rosenberg gesungen hat, ebenso auch für die Playlist, ne? Ich bin die Frau, die dich liebt. Und gleichzeitig hat sie tatsächlich auch von Heart of Glass von Blondie die deutsche Version gesungen, was auch wirklich herrlich scheußlich, aber großartig und wunderbarer Camp ist. Also so am Rande eingeworfen. Das finde ich auch gut. Worauf ich ja eigentlich hinaus will, wir brauchen Samba-Trommeln am Millerntor. Und es gibt diverse Samba-Gruppen in Hamburg. Und eigentlich auch Bläsersätze. Stellt euch das mal vor, wir hätten da so funkige Bläsersätze statt Megafongeschrei. Also ja, das wäre da einfach diese Art von Tellerrand-Erweiterung für Leute, die halt nur Halbzeitpausen Schleim und Just Can't Get Enough gewohnt sind, dann wäre das schon mal vielleicht mal vor, That's the way we like it ist ja rhythmisch ungewöhnlich für ein Stadion. Ja. Also das ist eigentlich auch geil für ein Stadion. That's the way, Ja, also, natürlich. Wenn da der Bläsersatz mit reinkäme. Ja, ja, natürlich. Das wäre schon groß. Hallo? Wenn da der Bläsersatz mit reinkäme, jetzt höre ich mich auch wieder besser. Die Vorstellung, dass Sons of Kemet, eine Coverversion von That's the way I like, wäre schon, könnte ich mir schon sehr schön vorstellen. Da passen die Bläsersätze total rein, also zu so einer Art von Musik. Das kannst du dir doch vorstellen, wie da so. Es gab damals eine Band in Hannover, Funky Bee, die hatten auch so einen Bläsersatz, der da total reingepasst hätte. Earth, Wind and Fire oder Kid Creole and the Coconuts hätte ich ja auch gerne auf der. Ich hab Stool Pitchen. Geile Nummer. Weißt du noch, wie die damals im Rockpalast aufgetreten sind? Habe ich das mitgekriegt? Nee. Also es war, die waren, also gut, es war auch eine Pimp-Geschichte, man kann die sexistisch finden im Nachhinein, aber das war musikalisch total geil, was die gemacht großartig haben. Großartig auf jeden Fall. Und das Stool Pigeon, es gab so eine Disco bei Hannover auf dem Lande, wo wir hier schon bierselig bei Anekdoten gelandet sind, vorher schon mit Tuk-Tuk, die hieß Farmers Inn. Und, Farmers Inn, das klingt jetzt so wie der LKW fährt in Uelzen hinter. Und komischerweise sind ganz viele Leute aus Hannover früher mal ins Farmers Inn, was halt so eine Kifferdisco. Es gab damals so Kifferdiscos für Langhaarige, mehrere rund um Hannover. Auch das Zombie, wo wir schon mehrfach bei Zombies waren, und das Franco und das Farmers Inn. Und da liefen dann auch so Sachen wie eben tatsächlich Stool Pigeon, wozu man wahnsinnig geil tanzen konnte, oder? Feel That Your Feeling von Mace war irgendwie auch für die Playlist. Das stimmt. Mace ist sowieso großartig. Großartig, featuring Frankie Beverly und Brickhouse hatten wir sogar schon mal. Brickhouse hatten wir schon. Von Commodores war auch so eine Nummer. Und den hatten wir The mit Breaks von Curtis Blow. Und das sind natürlich alles so Geschichten, die Rhythmen haben, zu denen Bläser selbst dann passten, wenn sie nicht drin auftauchten. Also bei Kid Creole waren sie ja. Und sowas im Stadion, wäre das nicht geil? Stellt euch das mal vor. Ja, wahrscheinlich könnten wir diese Variante so endlos weiterstricken mit Sachen, die uns sehr gut gefallen und die wir in unserem Heimatstadion auch sehr gerne irgendwie wahrnehmen würden, aber das sind irgendwie jetzt tatsächlich sind zwei Paar Schuhe, die irgendwie nicht zusammengehen. Aber wir sind ja bei der Fantasie, also wir können ja durchaus Und Menschen hier, glaube ich, näher an Truckstop, was hier gerade läuft. Man darf sich ja auch. Da sind wir wieder bei Poetry Slam vor den Gladiatoren. Wir sind, wir stehen vor der gladiatorischen Aufgabe, unsere Fantasie zu bemühen und in der Domschenke, die ja durchaus auch, deren Charme ja auch ausmacht, dass sie einen ja auch reizt ab und an mal. Nicht nur in den Atemwegen, sondern auch in ganz, ganz vielen anderen, was ihre Gäste unter anderem so absondern ab und an mal. Das macht ja ihren Charme auch aus und das ist ja auch das, im Übrigen, was man beim FC St. Pauli ja auch nicht mehr hat. Also dieses, du hattest ganz am Anfang gesagt, Christian, dass wir mit dieser Pyro-Diskussion, ne, wo alle über Ucke hergefallen sind, haha, guck mal, jetzt hat er es denen erlaubt, dann machen sie es und jetzt bestraft er sie auch noch. Und dass sozusagen dieses Gelächter in den Sportchefredaktionen dieser Stadt ist ja bis zur Eiserfontäne zu hören gewesen. Und dass das da aber ja auch auf den Ohlsdorfer Friedhof. Bis auf den Ohlsdorfer Friedhof, durch den man ja nicht mehr fahren darf, um die Toten nicht zu stören. Na, ist ja egal. Auf jeden Fall, da ist ihm ja erstens niemand beiseite gesprungen, im Sinne von, jetzt haltet ihr irgendwie so einen Quatsch. Noch hat sich jemand im Verein nachhaltig mit ihm auseinandergesetzt, im Sinne von, da brauchen wir jetzt irgendwie
jemand anderen, das ist auch so ganz schnell von dieser kulturellen Geschichte auf die sportliche gekommen. Ne? Er hat 4 Sportchefs und 5 Trainer verschlissen und schon ging das in so eine der Boss, der Bosse, bosst nicht mehr, deswegen wollen wir einen neuen Boss. Nicht oder für so. Kontinuität und so weiter ja. und so fort, wobei ich ja sagen muss, dass ich im Gegensatz zu eurem einen Podcast, wo ich finde, dass ihr wirklich, das fand ich nicht richtig, ich finde es sehr gut, dass Kauczynski gegangen wurde und erkläre mich hier zur Opposition. Ich finde auch nicht, dass das HSV-Style ist und ich finde schon, dass die ersten Spiele unter Luhukay, ich verdrehe das immer, wesentlich interessanter waren als alle unter Kauczynski und insofern fand ich das ja richtig, dass er das irgendwie nochmal gemacht hat. Die Frage ist eben nur, wie er hat das doch selber so schön entschieden, Kontinuität versus Entwicklung. Ob sie das nun diesmal so hinkriegen und wohin die denn dann eigentlich gehen soll. Und das sagt der ja auch nicht mehr, ne? Der ist ja auch nur noch so ein Verwalter von dem Friedhof der gestorbenen Träume so ungefähr, anstatt mal neue zu formulieren. Und das ist auch klar, wenn man sich den ganzen Tag aufreibt mit diesen ganzen Interessen in diesem ja letztlich irgendwie auch provinziellen Vereinskosmos. Aber dafür sind wir ja da, eben die Träume zu pflanzen. Und was hätten wir denn gerne von Luhukay? Was wünscht ihr euch von ihm? Also Luhukay ist ja, beschreibt sich ja gerne als Offensivfeuerwerk-Fußballtrainer. Was wir in der zweiten Halbzeit hier, der einen gegen wen war das? Ich habe den Gegner vergessen, weil das Regensburg. So schön war. Regensburg. Das war ja eine Intensität im Spiel. Intensitäten hatten wir auch schon mal. Wie ich die hier tatsächlich seit Jahren nicht gesehen habe, diese zweite Halbzeit. Weil die immer wieder nachgesetzt haben, die Jungs. Weil die also auf tatsächlich einmal ist es natürlich auch genau das. Das ist, glaube ich, der markante Unterschied. Bei unter Kauczynski war es eher so, dass es... ihm, glaube ich, wichtig war, dass hinten die Abwehr gerne mal zu Null steht und dass Luhukay tatsächlich eher für den Ergebnisfußball, er spielt lieber mal ein 3-2 als ein 1-0 sozusagen. Das war doch aber kein Ergebnisfußball, das war doch auch vom Feeling her was ganz anderes. Da war doch auf einmal wieder so ein Kessel da. Also den das gibt's war Bewusstseinsfußball, das war ein Ideefußball. Ja, das war auch ein Energiefußball. Ja, in dem genau, Moment. Das meine ich. So, also das ist ja lustigerweise, glaube ich ja, dass es so gut, dass es sehr gut ist, dass Andreas Rettig nicht mehr da ist, weil der hat den Nicht-Aufstieg, glaube ich, als persönlichen Affront Mannschaft und Verein an sich selbst, also er ist doch der Aufstiegsgeschäftsführer und dass jetzt alle sich verweigert haben, aufzusteigen, finde ich ja schon wieder großartig in diesem Verein, muss ich sagen. Und das ist tatsächlich das, was ich an Luhukay oder dem, was er jetzt im Moment macht, auch mich freue. Ich freue mich sogar über die Niederlage in Dresden beinahe noch mehr als über den Sieg, weil es das allererste Mal seit ganz, ganz langer Zeit ist, bei der ich an dem Tag nach der Niederlage so in mich reingehorcht habe und gedacht habe, eigentlich fühle ich mich hervorragend. Das war eine schöne Niederlage. Im Sinne von, wir haben da sehr viel Energie reingesetzt und wollten auch gewinnen. Wieder so großartig ungerecht behandelt durch einen, das ist immer cool, ne? Sich ungerecht behandelt fühlt man im FC St. Pauli, ja, sorgt immer für Emotionen. Ja. Aber die sind ja eben nicht da, wenn ich auf Ergebnis Fußball gehe. Deswegen, also da gebe ich dir recht, das war wirklich ein Manko von Kauczynski. Und das war auch so Fußballverwaltung irgendwie. Genau. Und so ich muss jetzt gerade mal schmunzeln, weil jetzt permanent irgendwelche Kadetten vorbeilaufen und mir jetzt eingefallen ist, dass eben so schwer, weil das Hafengeburtstag ist in Hamburg und wir natürlich in der Nähe des Hafens sind. Und es ist noch ein ganz tolles Wetter. Beim nächsten Mal habe ich auch Querelle dabei und dann lese ich hier ein bisschen aus Querelle von Jean Genet vor. Sehr gut, das ist doch mal eine Ansage. Wo hier die ganzen hübschen Matrosen gerade vorbei, genau, schwadronieren. Ja, also das ist dieses Wochenende auch noch gesagt. Das wird ein spannendes Schwadronieren, ist das richtig? Patrouillieren. So. Flanieren. Flanieren, auch gut. Schwadronieren geht, glaube ich, auch. Aber das ist das dritte Bier. Ich glaube, schwadronieren ist das, was wir hier gerade tun. Auch, ja. Unsere militärische Variante. Aber das ist tatsächlich eine Seite von St. Pauli, die ja auch weg war, die jetzt zumindest mit Jos Luhukay zurückkommt. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe mich so ein bisschen in seinen holländischen Akzent verliebt. Ich finde das wunderschön. Der hat ja auch einfach eine Geschichte, die ganz anders ist als Gott, ich
will, das ist so gemein nachzutreten. Ich wollte gerade sagen, Kautschinski mit seiner Buchhalter-Aura. Also man merkt ja einfach dem Luhu Kai auch an, dass da eine Biografie ist, die mich näher interessieren würde, weil ich will ja auch nichts reinprojizieren, aber da ist eine. Also du merkst es. Und also tatsächlich gab es wohl auch bei der Verpflichtung von Bornemann jetzt diese Aussage, dass er gar nicht sicher war, ob er das machen wollte und sich relativ lange und lebhaft mit Luhu Kai auseinander und zusammengesetzt hat, um jetzt tatsächlich zu gucken, ob das fusionieren kann und funktionieren kann, wenn das jetzt diese sportliche Ehe wird. Und das war wohl auf Anhieb so, dass der dann halt sagte, okay, dieses Gespräch mit Herrn Luhu Kai war so positiv intensiv, dass er direkt gesagt hat, oh, das machen wir auf jeden Fall. Aber was wir ja vermisst, was wir vermissen, ist ja eine Ansage unseres Präsidiums, zu sagen, wir haben jetzt diesen ganzen Aufwand betrieben, um die Mannschaft nicht mehr nur nicht verlieren zu wollen zu lassen, sondern gewinnen zu wollen zu lassen. Welchen Aufwand meinst du? Nein, das war eine Originalaussage von Oke tatsächlich. Wir wollen nicht mehr nicht verlieren, sondern gewinnen. So, und den klar. Aufwand, den ich meine, ist Sportchef und Trainer rauszuschmeißen so, und neuen Sportchef und neuen Trainer und jetzt demnächst einen neuen Geschäftsführer zu. Dritter Sportchef oder vierter. Das heißt also, wir haben diesen ganzen Aufwand gemacht, um was zu verändern, eine sozusagen die Entwicklung in den Fokus zu nehmen. Das war nämlich auch ein Zitat von Christian eben, von Oke zu der Trennung. Und dann was aber nicht beantwortet wurde, ist, ja, welche Entwicklung denn und wohin? Also ich wünsche mir eine Aussage von unserem Präsidenten, der sagt, ich möchte einen FC St. Pauli entwickeln, der einen begeisternden Fußball spielt, beispielsweise. Das bedeutet ja, nämlich, haben wir jetzt gehabt. Das bedeutet nämlich zum Beispiel, dass man auch 18. werden kann, solange man begeisternden Fußball spielt. Ja, ich erinnere mich auch tatsächlich, also einer der Gründe, warum diese Heldengeneration so eine Heldengeneration wurde, war ja, dass die tatsächlich auch an guten Tagen auf einmal so ein Sololauf von Ralle Gunesch, um nochmal ein Tor gegen Hoffenheim war es, glaube ich, zu schießen. Das 3:1. Das war eines der geilsten Tore. Auf der linken Seite durch. Ich glaube, so einen Sprint hat er vorher und nachher nie wieder da gemacht. Da amüsiert der sich ja heute noch drüber. Aber warum ist der denn gelaufen? Also weil deine Identifikation war mit etwas, was größer war als das Spiel. Und ich finde ja, dass es von Geschäftsstellenseite, ehrlich gesagt, mehr Impulse gibt, die ich zumindest wahrnehme. Das kann insofern... Als tatsächlich noch aus der vielgerühmten Fankultur, also zum Beispiel hier beim G20-Gipfel das Pressezentrum einzurichten im Stadion. Das ist ja sensationell, das ist ein ganz starkes Zeichen und es ist ganz erstaunlich, dass da das Abendblatt nicht so massiv drauf eingedroschen hat wie jetzt. Und weil sie sich damals nicht getraut haben, machen sie es ja jetzt. Also das ist ja nicht die Quittung dafür, dass er den 5. Sportchef, also ich meine, man gucke sich an, was der HSV so alles verschleißt im Laufe der Jahre, sondern es ist eigentlich eine Quittung dafür, dass auf der Ebene die Geschäftsstelle das eigentlich seit Jahren ganz gut macht. Sie hängen es nur irgendwie nicht mehr groß auf, weil sie die ganze Zeit wahrscheinlich mit den Platzhirschen aus anderen Vereinsinstitutionen auf Ausgleich sinnen und es ist eben auch bei uns, wer den Kopf raussteckt, wird ein Kopf kürzer gemacht in der Fanszene. Und das ist ein Mechanismus, der, glaube ich, tatsächlich für das Fortleben dieses Vereins nicht gut ist. Und ich glaube weiter, dass von Geschäftsstellenseite mehr Impulse gesetzt wurden als aus anderen Stadienregionen. Und dass es deswegen auch ein Fehler war, den Konflikt mit der Süd nach dem Derby nicht höher zu kochen. Nicht etwa, weil die Süd eine herbe Law-and-Order-Bestrafung verdient hätte, sondern weil das eigentlich eine Möglichkeit war, Konflikt, mal klarer zu machen, wohin man sich eigentlich bewegen will, anstatt die Konflikte gleich wieder wegzuspülen. Weil daraus entsteht nun mal Neues. Es ist nun mal so im Leben. Und da wurde eine Chance vertan, meines Erachtens. Ja, also genauso. Ja, tatsächlich ist dieser Verein konfliktscheu. Vor allem in seinem organisatorischen Kern. Ja, aber mobbingfreundlich dabei. Naja, das ist ja tatsächlich die Leitvariante. Das ist dieselbe Medaille, nur eine andere Seite. Also in dem Moment, wo ich etwas anschieben möchte, konfliktscheu bin und ich... beispielsweise jemanden, der eine Idee in den Verein trägt, nicht supporten kann, weil es von anderen Seiten in dem Verein dann irgendwie direkt
kein Konflikt im Sinne von, das trage ich aus, sondern Mobbing im Sinne von, wenn du den unterstützt, dann mache ich dich mit meinen 20.000 Mitgliedern fertig, kommt. Denn es kann ja gar nichts Neues entstehen, das geht ja gar nicht. Ohne dieses Wort jetzt zu benutzen, was dann entsteht, wenn du Wolle so lang verknoten lässt, bis die einzelnen Wollfäden wie heißt denn das mal noch? Da macht man auch so Eierbecherwärmer draus. Eierbecherwärmer. Bei Eierbecherwärmer. Strickware, Kurzware. Also, wenn du Wolle oder auch Haare lang genug sozusagen zusammen kuscheln lässt. Verfilzen, meinst du? Ach. Ich darf es nur nicht sagen, ohne aufs Maul zu kriegen. Ach so, du meinst. Aha, warum? Na, weil ich doch diesen Vorgang mal beschrieben habe in unserem Verein. Wenn jemand beispielsweise die Geschicke einer Abteilung. Dann haben sie dir im Parkhaus aufgelauert und. Nee, nicht ganz. Die Kniescheiben. Sie haben mich erst beschimpft und dann haben sie gedacht. Ach, standest schon mit den Füßen im Betonsockel und sie haben dich dann doch nicht in der Elbe versenkt. Also ich befürchte, wo wir bei Fantasie waren, das waren tatsächlich Fantasien, die da, die sind mir zumindest vibe-mäßig entgegengekommen. Und dann geht das natürlich eigentlich auch gar nicht, dass du dich mit Leuten, die ja auch St. Paulianer sind. Die mochten nicht, dass du auf den Filz im Verein hingewiesen hast, obwohl es den doch objektiv gibt. Ja, natürlich gibt es den. Der ist ja auch gar nicht zu vermeiden. Ich wollte das nochmal deutlich formuliert haben, worum es hier gerade geht. Und zwar an allen Ecken und Enden. Oha. Aber sowas von. Wie lange ist das her? Was? Wie lange ist das her? Ja, diese Szene mit dem Parkhaus. Also mit dieser, wo die... Achso, ja, das war ja eine Fantasie. Es gab ja anscheinend ein Ticken einer Realität dafür. Ich weiß nicht, ein oder zwei Jahre. Seit ein oder zwei Jahren geht das so. Ja, okay, ich dachte, wir sprechen jetzt von 1900. Nein, das ist jetzt schon aktuell. Und sozusagen einer der Bestandteile, die wir hier ja tatsächlich haben. Ich habe ja, ich blogge seit 15 Jahren. Bis Sonntag. Ich gehe jetzt mal hin nach oben. Ich muss was essen und dann gehe ich gleich wieder runter. Sehr gut. Bis gleich. Alles klar, bis gleich. Nee. Tschüss, Silvia. Was macht ihr denn von der Sache? Wir nehmen hier einen Podcast auf. Also das wird dann ins Netz gestellt und dann noch sind wir ja versorgt. Hast du denn unseren Zuhörern was zu sagen aus der Domschenke hinter der Bar? Ja, aus der Domschenke. Ey, Leute, mach doch mal einfach alle zusammen. Drück mal die Daumen, dass wir gegen Bochum gewinnen. Das ist doch mal was. Dankeschön. So machen wir das. Richtig so. Ja, was soll ich sonst sagen? Ja, nee, das war doch auf dem Punkt. Wir haben, glaube ich, noch, oder? Ich bin ja gleich fertig hier. Dankeschön. Haben wir einen Kurzzeitsponsor hier. Das ist ja auch viel schöner. Und es gibt, also für mich liegt im Bloggen ja auch, und das kannst du ja wahrscheinlich bestätigen, Christian, auch die Lust am Konflikt. Ja. Also auch die Lust daran, sich mit Leuten auseinanderzusetzen und auch an denen zu wachsen. Also auch die eigenen Argumentationsmesserchen, die man da so hinten aus seinem Rücken zieht und anderen Leuten entgegenschleudert, diese Lust scharf zu halten. Ist denn die Lust zuerst da oder die Konfliktlust oder ist die Unzufriedenheit, aus der dann die Lust zum Konflikt entsteht, war die zuerst da? Nee, zuerst war, also bei mir zumindest, die Idee, dieses Format mal auszuprobieren. Und Konflikt kommt von ganz alleine. Also in dem Moment, wo ein paar Leute auf einem Haufen sind, kommen ja Konflikte. Das ist ja logisch. Deswegen zerstreiten sich ja auch Leute, die einen Verein gründen. Also das würde ja bedeuten, dass wir eine viel zu lange Harmoniephase hatten. Ich glaube auch, dass das so ist. Tatsächlich. Ja, das glaube ich auch. Also die produktivste Phase der letzten Jahre war die Jolly Rouge Phase. Und das war tatsächlich, als ein Präsidium das da ist ja war. Schon eine Weile her. Ja, aber es ist nun mal so. Also ich meine, die fingen ja gerade wieder an zu singen auf der Süd Bring Back St. Pauli to me. Aber ohne dass so ganz klar war, was sie damit eigentlich meinen. Ja, vor allem was zurückgebracht werden sollte. Ja.
Meine ich doch, das ist doch diese Marketingfalle. Super, bis gleich. Danke. Bis gleich. So, das bleibt aber drin, ne? Der ja, selbstverständlich, gut. Silvi ist unser Sidekick, das ist schon das zweite Mal, dass sie hier eine dumme Schenke in unseren Podcast kommt. Ja, ist doch mal ein schöner Crash. Na, aber es ist tatsächlich so damals zu wie ist das hier so, ja, zu Jolly Rouge-Zeiten, da war, so blöde das ist, da war auch relativ klar, wogegen man sich positioniert hat und was stattdessen die Problemlösung auf der Unternehmensebene dann gewesen wäre. Und das ist natürlich durch diese permanente Umarmungsstrategie des aktuellen Präsidiums auch insofern. Also ich meine, die klassische Dialektik nach Marx und Hegel sagt ja nichts anderes. Also die geht ja nur davon aus, dass eben real existierende Widersprüche dazu führen, dass auf einer neuen Ebene eine Lösung entsteht. Das ist im Übrigen auch der Grund, weswegen der FC St. Pauli heute noch bei G20 funktioniert. Ja. Wenn aber der äußere Druck wegbricht, nicht mehr. Ja. Und insofern sind wir drei hier zwar zu wenig inneren Druck zu erzeugen, und dieses komische Gestänker gegen die Süd-Aus-Law-Order-Perspektive bringt es auch nicht, weil das ist reaktionärer Quatsch. Aber nichtsdestotrotz fehlt schon so ein bisschen das, woran man sich reibt. Also oben überhaupt neue Visionen aus internen Widersprüchen heraus entwickeln zu können. Jetzt nochmal wieder kurz zurück zu Marx und Hegel und Dialektik und Pro und Contra und These, Antithese und eben so der historisch-dialektische Materialismus wird natürlich von den Leuten auch nicht verstanden, die Hammer und Anker auf ihre Flagge packen. Von mir ja wahrscheinlich auch nicht, weil ich lebe ja in der Welt von Unternehmen, die Probleme lösen. Aber da bilden wir eine Kette. Bevor wir da nochmal zurückkommen, denn das ist ja auch unfruchtbar, weil das bringt uns nicht weiter, außer dass ich vielleicht doof dastehe, aber das ist ja auch nicht weiter schlimm. Was ich aber ganz interessant fand, im Sinne von Fantasie, ne? Also wenn ich mir etwas herbeiwünschen kann, was diesen Zustand beseitigt, dann wäre das, was ich lustigerweise, das ist wirklich lustig, weil ich das mit Bernd Spieß schon besprochen habe, der ja bekanntlicherweise für unsere jüngeren Hörer mal Vizepräsident dieses Vereins war und hervorragend vernetzt in der Finanzwelt der Hamburger Wirtschaft und auch in der internationalen Finanzwelt. Der kümmert sich, glaube ich, um das Thema Recruiting und Headhunting auf relativ hohem Niveau. Also der stellt Vorstände ein, wenn man einen braucht, für Jahresgehälter, von denen können kleinere Staaten überleben. Und das, warum sponsort der uns nicht? Das ist eine gute Frage. Keine Ahnung, ich kann ihn einfach mal fragen. Auf jeden Fall. Wir sind noch zu haben. Hat der in einer. Wir lösen hier auch gerade Probleme. Wir sind eine internationale unternehmerische Initiative. Ich brauche ein bisschen Ruhe, um meine Fantasie entfalten zu können. Die wollten ja nur die Lücke führen, bis du zum Punkt kommst. Ja, pass auf. Füllen. Der hat Füllen. In einer Fachzeitschrift für Manager Recruiting einen Artikel geschrieben über Diversity und darüber, wie Lufthansa zum Beispiel die Parameter, wie sie Mitarbeiter einstellen, nämlich junge, weiße, gut ausgebildete Angloamerikaner und Europäer über den Haufen geworfen hat, weil sie gesagt haben, wir sind ein Unternehmen, das weltweit agiert, wir haben Problemstellungen, die können diese Hanseln gar nicht lösen. Die können viele andere tolle Probleme lösen, vielleicht auch welche, die wir nicht hätten ohne sie, aber ganz wichtige Probleme können die nicht lösen. Das heißt also, wir müssen unser Unternehmen so aufstellen, dass es so vielfältig wie möglich wird. Und das haben die durchgezogen und das hat er beschrieben. Und dann haben wir uns hier auf so einer Sponsoring-Veranstaltung getroffen und dann habe ich gesagt, Bernd, ich habe deinen Artikel gelesen. Dann hat er erstmal komisch geguckt, dass ihn beim FC St. Pauli einer darauf anspricht. Und das Zweite war, dass ich gesagt habe, das hätte ich gerne, dass du das hier durchsetzt. Und da hat er mich angeguckt und hat gesagt, auf die Idee bin ich noch nicht mal gekommen. Nein, weil hier alle so tun, als wäre es durchgesetzt, das stimmt genau, aber überhaupt nicht. Eben. Und übrigens, Bernd Spieß hat damals auch so eine ganze Runde von Homo-Aktivisten deutschlandweit in Stadien hier mal in so ein Separei der Vereinsführung eingeladen und verköstigt, wo ich dann auch mit dabei war, weil der schon irgendwie wusste,
dass es eben nicht, also ich meine, es ist ja super, dass die Regenbogenfahne hier weht und so weiter und so fort, aber wenn das hinterher irgendwie Anti-Homophobie ohne Schwule und Lesben und Transmenschen ist, bringt es das auch nicht. Und da war der im Grunde genommen sogar weiter als die Leute, die glauben, es sei schon was erreicht. Und wenn man irgendwo eine Fahne schwingt oder weil man was gegen Nazis hat, auch was gegen Homophobie hat, einen aber schwule Kulturen nicht interessieren. Und da finde ich, dass der und der Tjerk Voigt damals, die waren gar nicht nur ohne. Und so ein Oke setzt das ja voraus, weil jeder ja weiß, dass er auf der richtigen Seite steht und dann passiert immer nichts mehr. Also das ist schon auch so ein Teil der Stagnation. Sag mal, Erik, als du an der Bar gerade warst du da an der Jukebox dran zwischendurch? Du meinst, war so ganz Roses. Also da mir fehlten so ein bisschen. Ich sehe schon, ich werde echt gedisst heute. Wir dissen dich doch gar nicht. Nein, überhaupt nicht. Das war keine mit dem Unternehmen als Problemlösung dabei. Also es, aus dem ganzen Roses, ich meine, auch wenn Axl Rose ein homophobes Arschloch war, die haben schon so ein paar geile Sachen gemacht. Also so November Rain oder Don't Cry sind schon. Don't Cry heißt es doch, ne? War schon alles auch, hatte auch das was. Das war schon echt geil. Ja. Please Don't Cry, also das ist eines meiner Lieblingslieder. Das ist ja... Das wollte ich hören, jetzt haben wir ihn da, wo wir ihn haben wollen. Also, ja, da haben wir aber jetzt wieder zwei für die Playlist, ne? Du merkst dir das hoffentlich hier die ganze Zeit. Warte, ich muss das doch notieren. Wir haben schon Mariano Rosenberg, ich bin die Frau, die dich liebt und Herz aus Glas. Jetzt haben wir auch noch Welcome to the Jungle, Don't Cry und... Eins hat man November Rain von Guns N' Roses. Ja, obwohl November Rain finde ich nicht schön. Das ist so wie Purple schön. Rain von Prince. Das ist aber auch schön. Aber das macht doch nichts. Man muss doch auch manchmal zu schlechten Musiken weinen. Ja, na gut. Was hatten wir da nochmal von? Ich mag ja Ketka nicht mehr hören, aber dieser eine Satz, immer noch besser im Taxi zu weinen als im HVV-Bus, finde ich immer noch gut. Und das ist so ein bisschen so. Ja. Purple Rain und November Rain. Marianne, da muss ich dazu eintragen. Und Singing in the Rain. Ja, zumal das ja sozusagen, also machen wir die Fantasie mal lebendig. Also der FC St. Pauli ist ein, nach den Diversity-Kriterien, durch formellen Zwang im Sinne von, das steht in der Satzung, dass wir ein Habt ihr mal desintegriert euch von Max Schollack gelesen? Nein, habe ich immer noch nicht. Macht mal. Also da ist ja im Grunde genommen so eine der Thesen, die ich auch immer wieder vertreten würde, dass gerade bei den Leuten, die glauben, sie hätten nun alles gelernt und alles gewusst und wären total befreit und nach dem Dritten Reich und hätten voll die Peilung eigentlich immer am wenigsten passiert, weil sie eigentlich nur so einen großen Mythos draufsatteln auf die Nicht-Auseinandersetzung mit all dem, was mal in das Grauen führte. Also ja, das ist jetzt eine sehr Kurzfassung, aber... Das ist natürlich jetzt nichts, was man hier mal eben so wegschieben kann, weil wir sind ja immer alle ganz aktiv dabei, bei den anderen noch die schlimmsten Dinge völlig zurecht zu diagnostizieren, aber mal an die eigene Nase fassen ist ja nicht unbedingt FC St. Pauli-like, ne? Oder? Ich bin jetzt gerade bei der Playlist, ich muss, bevor ich alles vergesse, muss ich Notizen machen. Ne? Also Marianne Rosenberg hatte ich noch auf dem Schirm. War zwischendurch noch irgendwas, was ich sonst verpassen würde? Also Guns N' Roses hatten wir eben tatsächlich, denn diese ganzen Afrobeat-Geschichten. Afrobeat, genau. Und dann habe ich hier auch noch... Truckstop, Take It Easy, altes Song. Was ja ganz lustig ist. Sollten wir eigentlich auch noch Jürgen von der Lippe guten Morgen besorgen. Seid ihr auch schon alle da. Und da denken wir sozusagen sehr mitfühlend an Alex Gunkel, weil dem geht das bestimmt... auch so, der möchte ja gar nicht so sein, wie er ist wahrscheinlich. Also obwohl er insgeheim jeden Morgen Jürgen von der Lippe, guten Morgen, lieben Sorgen. Jürgen von der Lippe ist wahrscheinlich auf seinem Handy und jeden Morgen sagt er, guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon alle da, weil er sich ja doch auch nur in den Sorgen suhlt und nicht sozusagen seine Fantasie anschmeißt, um zu sagen, was könnte denn dieser Tag sonst noch Schönes bringen, was ich nicht schon weiß. Das stimmt, ich habe auch gerade tatsächlich in meiner Tasche Platten dabei, die ich durchwühle und wollte unbedingt von den Associates nochmal was auf die Liste setzen und zwar machen wir Party Freeze 2. Das ist, obwohl White Car in Germany wäre natürlich auch schön, November 1981. Ich überlege mir das noch und da kommt auf jeden Fall was von Billy McKenzie mit drauf, der leider auch viel zu früh verstorben ist, ein viel zu toller Musiker und Sänger. Ja, so ist das manchmal. Ja, das haben wir ja verpasst. Also wir sind absolut too old to die young.
Das kriegen wir nicht mehr hin. Nee. Das kriegen wir nicht mehr hin. Ja. Aber das kriegt ja auch der FC St. Pauli nicht mehr hin. Also der FC St. Pauli, den wir ja lieben gelernt haben. Das ist ja auch so lustig, dass man kann ja auch sagen, wir meckern die ganze Zeit und wir trotzdem beschäftigen wir uns ja mit Dingen, die wir ganz tief im Herzen lieben. Und das gilt im Übrigen auch, also von meiner Seite übrigens, für Alex Gunkel. Ne? Also ich mache mich hier teilweise lustig über ihn oder auch beschwere ich mich über Dinge, die er so... Würde dir das Gleichgewicht fehlen, wenn er nicht mehr da wäre? Ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ich mit den Ideen, die ich so habe, ihn irgendwie so sehr piekse, dass er vielleicht über sich selber nachdenkt und in irgendeine Richtung sich weiterentwickelt. Also das wäre schön. Er darf mich ja auch ignorieren, das ist ja auch gar kein Problem. Meinst du, er sitzt zu Hause, macht einen Podcast und würde das gleich über dich sagen? Nee, ich glaube, der funktioniert anders. Der funktioniert eben nicht so. Und das ist ja auch das, was beim FC St. Pauli gelernte Handlungsweise ist. Da klüngelst du. Also der FC St. Pauli ist ein Klüngel, ein Konglomerat von verschiedenen, sehr undurchsichtigen Szenen, die sich irgendwie eben aus diesem Kiezbeben heraus entwickelt haben, wo die Menschen Karrieren gemacht haben, an denen sie ja jetzt auch festhalten und auch sozusagen diejenigen beißen, von denen sie der Meinung sind, dass die sich noch nicht anständig irgendwie die Meriten verdient haben, wie beispielsweise bei der CDU auf dem Spritzenplatz irgendwie Plakate zu verteilen. Das ist ja dieselbe Logik. Mhm. Also du musst erstmal 3, 4, 5 Jahre irgendwie auf dem Marktplatz die wahnsinnigen Thesen von den Großkopferten wiederholen, um dann irgendwie irgendwann mal selber eingeladen zu werden, was zu machen. Und das hat ja so. Das ist ja der Grund, warum Blogs und Blogger im Übrigen regelmäßig in den letzten 15 Jahren angestoßen sind, weil sie ihre eigene Öffentlichkeit gemacht haben und ihre eigene Resonanz und irgendwann, nachdem sie zuerst belächelt, dann ignoriert oder erst ignoriert und dann belächelt, am Ende beschimpft werden, weil sie natürlich diesen Marsch durch die Institutionen nicht mitmachen, sogar verweigern und sagen, wisst ihr was, ich mache das selber. Ist Verweigern dann in dem Moment Verlieren? Oder ist nee, das Verweigern ist Prinzip. Also das Verweigern, sich also in diesen Klüngel zu bewegen, ist zumindest von meiner Wahrnehmung aus, auch von der eigenen Selbstwahrnehmung, ist das Prinzip. Also ich möchte als jemand wahrgenommen werden, der auch nur eine einzige Stimme hat. Also ich nehme hier nicht in Anspruch, für irgendjemanden zu sprechen, außer für mich selber. Aber das mache ich eben über die Wege, die mir zur Verfügung stehen. Und ich habe auch überhaupt gar kein Problem. Also die Filter dieser Welt sind dafür da, sie zu benutzen. Wer mich nicht hören möchte, der kann diesen Podcast aufhören zu abonnieren. Der kann aufhören, sich mit mir auseinanderzusetzen. Ignorieren ist aus meiner Sicht nicht despektierlich, sondern das ist einfach eine Form der Selbstauswahl. Aber wenn man mich wahrnimmt, dann möchte ich gerne als Person ernst genommen werden und auch nicht nur, weil man sozusagen im Verein Macht hat, diese so zu missbrauchen, dass sozusagen Stimmen wie meine oder auch die von Christian oder von anderen Menschen dann nicht durchdringen können, weil der Streit und das Auseinandersetzen mit dem, was wir so denken und was ganz, ganz viele andere Leute denken, eben dazugehört. Und lustigerweise stelle ich mir, wenn ich mir das als Fantasie und Utopie vorstelle, dann stelle ich mir den FC St. Pauli auch als Raum vor, in dem man genau solche Auseinandersetzungen schadlos führen kann. Also in einem geschützten Raum. Das ist ja das, was der Fernladen, die ja ganz, ganz tolle Arbeit leisten, versucht herzustellen, wenn die Konflikte mal richtig über die Kaimauer schwappen. Ne? Also wenn man richtig die Kacke am Dampfen ist, dann stellen die diesen Schutzraum her. Aber dann, den wünsche ich mir eben auch, wenn es nicht brennt, sondern wenn man einfach mal eine Idee hat,
die vielleicht auch nicht zu Ende gedacht ist, dass man sich auch gerne mal in Diskurse bewegt und lernt und dass man auch merkt, dass diese Fanszene lernen möchte. Es gibt auch keine Kultur der Selbstkritik beim FC St. Pauli, glaube ich. Mal abgesehen von den Ultras. Das sind ja die Einzigen, die dann wenigstens in diesen ansonsten langweiligen Millerton-Podcast, ich bin ja nicht der Podcast-Betreiber, ich muss hier und da mal tackeln, sich denn setzen und sagen, wir gehen regelmäßig irgendwo hin, um uns Watschen abzuholen, weil wir daran wachsen wollen. Und das passiert aber ja sonst nicht. Ja, die im Übrigen ja gesagt haben nach dem Derby, wir haben uns entschieden, in diesem Fall oder auch in bestimmten Themen die Auseinandersetzung nicht mehr zu suchen, weil wir glauben, dass wir einen Gegenüber haben, der an einem Diskurs gar nicht mehr interessiert ist. Und das ist ja unser Thema heute. Ja, aber gleichzeitig scheinen sie ja Instanzen zu haben, wo sie sich reflektieren lassen. Das müssen ja auch gar nicht so Leute wie wir sein. Und das ist ja schon mal von riesem Vorteil. Und ich finde, dass es das ansonsten wenig gibt in diesem Verein. Also, dass man Strukturen auch reflektiert, so wie sie mal so sind. Also, das gab es immer dann, als es das böse Präsidium mit Herrn Spieß und Herrn Ort gab. Aber danach ja irgendwie nicht mehr wirklich, seitdem sich dieses ganze Gegengran-Establishment irgendwie im Verein so breit gemacht hat, dass auch alle irgendwie wegbleiben, die eventuell nochmal einen eigenen Gedanken formulieren können. Seitdem gibt es das ja irgendwie nicht mehr. Also jetzt, um die Fantasie anzuschmeißen, wir haben jetzt die Gelegenheit, nach vorne zu denken. Wenn wir einen Verein haben möchten, der sich beispielsweise auch mit der DFL und dem DFB und mit der Stadt Hamburg und ihren Repräsentanten anlegt, dann brauchen wir ja ein in jedem Gremium, in jeder Verfassung, die dieser Verein hat, eine Vielfalt und eine Dynamik und auch einen Willen zum Wandel, den wir im Moment ja nirgendwo sehen können. Ja. Das ist tatsächlich auch meine Wahrnehmung. Aber wie kann man denn diesen Zustand verändern? Also wir wollen ja schon irgendwo schütteln oder versuchen irgendwie zu rütteln. Und ich glaube, dass das größte Problem ist diese geschlossene, hermetisch geschlossene Ästhetik des Vereins. Die zieht ja auch noch ganz besondere Leute an. Und komischerweise stößt sie ja die Junggesellenabschiede auch nicht ab. Die finden ja auf der Gegend gerade ihren Raum. Und es ist ja nun nicht so, dass die Leute, über die dann auch alle aus der traditionellen Fernsehen, die sich die ganze Zeit aufregen, abgeschreckt würden. Was sie wahrscheinlich schon würden, wenn da irgendwie Drag Queens und Bläsersätze aktiv wären, dann, wenn sie rausgelöst wären aus so einem Pulverfass-Denken. Und das ist ja schon auch eine Frage, wie schreckt man mal wieder ab? Also ernsthaft. Weil das, was aktuell da ist, lädt nun auch nur ganz bestimmte Leute ein, mal irgendwie so ein bestimmtes Eventvergnügen auf der Gegengraden auch zu erleben. Zu altvertrauten Sounds, die jeder dann mitsingen kann, weil die da auch seit 15 Jahren laufen. Und das ist ja schon eigentlich die Frage, wie kann man mal wieder eine uneinladende Perspektive schaffen, in der marginalisierte Menschen trotzdem Raum also mal so eine andere Frage formuliert nach dem vierten Bier, aber ich finde die gerade gar nicht so schlecht. Finde ich eine gute Frage. Es ist nach dem dreieinhalben Bier. Das vierte hast du noch nicht. Das hast du gerade geschenkt bekommen okay. Von der Kollegin hier, aber danke. Es ist noch uneingetastet. Ja, aber ihr wisst, was ich meine. Also, es gibt ja keine Sperrigkeiten mehr. Und ich meine, dass man Risiko fährt, dass hinter einem einer steht, der einen vollkotzt, das hat man auch im Schlagermove, das gibt es auch im Stadion, das ist auch nicht so erheblich anders. Und wenn der Antifa-Hooligans läuft, ist ja schön und gut, aber wer hört denn da hin? Also ich meine, das läuft doch mittlerweile auch wie Wolfgang Petri, wirklich, Hölle, Hölle, Hölle oder so. Meinst du jetzt wirklich, dass das die gleiche Bugwelle wie ein Event, also dass die Leute... Ich behaupte sie einfach mal, weil das wieder genauso Sinn macht. Wie Schlagermove ein Junggesellenabschied, dass das in die gleiche Bugwelle, ja okay, das Event können wir nicht, also Schlagermove ist an dem Wochenende nicht und Song Contest. Ja, Herz von St. Pauli kann ich auch mitsingen. Und dann ist aber ein Heimspiel von St. Pauli. Was würden die Leute nicht mitsingen wollen? Das ist doch mal eine interessante Frage. Meinst du? Was würden sie nicht mitsingen wollen? Also was wären das für Texte? Also würde da zum Beispiel, also selbst, ich meine, das ist jetzt das Gegenteil von dem, was ich vorhin behauptet habe, aber würde die ganze Zeit Hannes Wader singt Arbeiterlieder laufen und die ganze Zeit nur diese alten Schinken wie das Solidaritätslied, die Leute würden wegbleiben. Das ist eine gute Frage.
Das wäre aber cool. Das wäre auch besser als so sinnentleerte Hammer und Anker von Konstantin Wecker gesungen werden. Oder ich glaube im Übrigen, dass das auch für George Michael zutrifft oder für vieles, was... Face. Ja, es ist, ja. Ist das so? Da gibt's ja so ein paar. Bei Last Christmas hat das halbe Stadion gepfiffen. Also die hast du richtig in Wallung gekriegt mit dem Song. Na, das ist dann mehr Last Christmas. Im Sommer. Dann ist das doch eine gute Reibungsfläche. Hört mal. Oh, hier kommen die Glocken. Jetzt kommt hier gleich die Mannschaft rein. Ach ja, stimmt. Ich muss kurz die Kapuze überziehen, weil gleich kommt Konfetti. Wir haben ja in unserer Zerstörung... Nein, lass uns mal dabei bleiben. Das finde ich eine interessante Frage. Was wäre denn cool und trotzdem abschreckend für das Junggesellenabschiedspublikum? Doch nicht Slime. Also ich meine, da lachen die sich doch tot, wenn wir das hören. Das ist eine... Also sowas... Ich weiß gar nicht. Ich bin komischerweise bei so 70er Jahren sowas wie Hermann van Veen oder so irgendwie so... Oder so also Sachen, wo man selber nicht weiß, was man damit anfangen soll. Also die eben so ein bisschen skurril, aber bekannt vorkommen. Also dass man das Gefühl hat, das kann man eigentlich nicht gut finden, aber man kennt den Text auswendig. Also so. Ah. Na, das betrifft natürlich jetzt nicht unbedingt das klassische Junggesellenabschiedspublikum, das ist ja nicht 50, sondern wie alt sind die Leute mittlerweile, wenn sie heiraten? 30, 32, sowas, ne? Also es ist wirklich, also wo die Leute, also wir sind auf der Suche nach diesen Sachen, wo diese Leute wirklich auf die Probe gestellt werden und eigentlich, ja, das ist schwer. Also ich würde auch so Sachen wie Masimba Belle von den Unknown Cases würden die auch nichts mit anfangen können. Ja, das ist aber, weil da... Ich meine, Ezra Collective, da würden auch viele wegbleiben. Also es ist einfach so. Naja, also es ist, ich wäre, also man müsste zumindest also da die Jazz Chance an geben, sich. Dass, ja, also... Ornette Coleman. Ja, natürlich. Also wenn du jetzt mit extremer Geil. Kopfmusik kommst, dann ist das... Na, also, Ornette Coleman ist aber keine Kopfmusik. Nein, aber ich meine, du musst den Leuten die Chance geben, dass da Sachen laufen, also als Option laufen, die man vielleicht doch schon mal gehört haben könnte. Vielleicht dann einfach im anderen Kontext. Also, wieso denn das? Ja. Also wieso muss... Man kann auch was Eigenes entwickeln. Ja, ist eben die Frage, also was man von den Leuten will. Will man sie konfrontieren mit ganz was sie jetzt durchschüttelt und sagt, das habe ich noch nie gehört, die Art von Musik. Naja, wegbleiben tun die ja nur, wenn wir es schaffen, sozusagen Herz, Berz und dieser ganze, also wenn wir uns jetzt mal den FC St. Pauli, wie er im Moment musealisiert wird, dann hat er ja auch irgendwas gestört. Das heißt, du musst ja erstmal eine Störung verursachen, die ja aber in irgendeine Richtung zeigt. Und deswegen darf man ja auch gerne, also Jazz wäre für mich hervorragend. Wäre ein Mittel auf jeden Drum Fall. And Bass wäre auch... Also dem Jazz ist ja wirklich gerade wieder hip, zu meiner großen Freude, aber es ist ja gerade so. Also wenn du in der Feder Cootie Zombie einspielst irgendwie, mit besonderem Gruß an Herrn Gunkel zum Beispiel, dann, das war jetzt gemein, aber gut, dann... Oha! Der kommt bei mir jetzt erst an. Ich finde ich gut. So. Naja, das wäre doch was. Also ich meine, weil das finden die Junggesellenabschiedsleute total scheiße. Das wette ich mit dir. Ja. Aber vorwärts und nicht vergessen, worin unsere Stärke besteht. Also das Solidaritätslied, das würde auch total reinhauen. Also wenn man sich mal anguckt, was Kevin Kühnert gerade mit drei Sätzen in der Zeit in dem Interview ausgelöst hat. Wenn du diese alten kommunistischen Schmachtfetzen mal auf den Text hören, was singen die denn da eigentlich? Die singen ja nicht, ich bin in einer Werbeagentur, aber mache am Wochenende den Rebell, wenn ich Ultra bei FC St. Pauli spiele, obwohl ich sonst Werbefotograf bin, mich aber mal ganz auf rebellisch dahinstelle und das Megafon nehme und alte Botslieder umdichte, sondern beim Solidaritätslied zum Beispiel, vorwärts und nicht vergessen, worin unsere Stärke besteht, die Solidarität, hörst du ja auf einmal wieder hin. Du glaubst gar nicht, was da abgeht im Moment, wenn du sowas mal pflanzt. Okay, also solche, also dann hast das du natürlich auch was für diese Sprache. Das gibt's von Hannes Wader zum Beispiel. Hannes Wader singt. Also ich bin da sofort bei solchen Leuten wie Manfred Krug, der halt auch gerne gejazzt hat und gejammt hat und halt auch Texte, die auch, wie ich finde. Hab ich irgendjemand noch nicht gedisst hier? Das also ist ja, wie haben wir das genannt? Poetry Slam, die Todgeweihten grüßen dich oder so. Poetry Slam, Gladiatoren.
Und Gladiatoren, also wir sozusagen haben unsere sprachliche Rüstung angezogen und sozusagen führen die Leute, die nicht wussten, dass sie heute mit uns in der Arena stehen, in die Arena. Was mir noch einfällt, ist beim... Dann singen wir doch mal die Internationale, verdammt, oder spielen das 90 Minuten. Du glaubst gar nicht, was da passiert, was das für eine Presse gibt. Hammer. Völker hört die Signale. Also ich meine mal wieder so in dem Sinne, statt blöden Emblemen auf verschissenen Fahnen, wo sich alle einmal rot anziehen, wie für einen Faschingsumzug. Und dann hinterher so tun, als hätten sie eine politische Botschaft abgesondert, weil sie irgendwelche Bautzenopfer diffamiert haben. Sondern mal wieder richtig. Zumal es einen Moment gab, ja, aber es gab ja einen Moment in Dresden, das wollte ich gerade sagen, in Dresden gab es einen Moment, wo genau das passiert ist, von dem du gerade sprichst, was nämlich in den richtigen Kreisen, was richtig adressiert war, was da eine unfassbare Resonanz erzeugt hat, ist, dass ein ganzer St. Pauli-Block Nie wieder Deutschland singt. Das war geil. Das war extrem geil. Da war ich total begeistert. Und da habe ich tatsächlich gedacht, das war super toll. Also bei aller ist auch auf die Playlist. Bei aller Kritik und auch bei der Diskussion, die wir führen müssen, welche Kollateralschäden wir da in Kauf genommen haben als Wessis, die in Osten fahren mit dieser Choreo. Da habe ich tatsächlich gedacht, da ist im Nachhinein die Verbindung wieder zu dem Sinn und Zweck dieser ganzen Aktion, das haben die tatsächlich hinbekommen. Und zwar nur mit diesem Gesang, über den sich ganz rechtspopulistisches Deutschland maßlos erregt gerade. Ich meine, allein wenn im Stadion mal Raven gegen Deutschland von Agatronic, das ist ja noch nicht so alt, aber sowas von laufen würde, ist jetzt auch nicht mein Lieblingslied, ist aber geil, weil es natürlich genau diesen ekelhaften Wiedervereinigungsschmonz, Pathos, Schleim, Scheiß irgendwie, herrlich weggeblasen, auch für die Playlist, Raven gegen Deutschland, Egotronic, und das wären so Geschichten, also wenn man das radikalisiert, dann sind wir ja wieder da, wo wir hingehören, eigentlich meines Erachtens. Die Grundidee des Rave im Übrigen ja auch durch, sozusagen durch Bewusstseinserweiterung und sowas wie eine Trance, die Welt zu verbessern, ist ja auch wieder modern. Und Inner City Blues von Tricky muss auch auf die... Ja. Goldie, sorry, ich krieg die mal durcheinander. Goldie ist es. Geile Nummer. Mir fällt tatsächlich da auch noch ein sehr schöner Song von Working Week ein, Inner City Blues. Working Week, die gab's ja auch mal. Ja. Mit Everything But The Girl und gab's man glaubt es kaum, Matt Bianco. Mit Half a Minute können wir auch noch draufsetzen. Nein, aber zurück zu Raven gegen Deutschland, das finde ich einen coolen Ansatz, weil das stimmt. Ich habe mich so gefreut, als ich das gesehen habe und dachte ja erstmal, Gott, also gerne Hammer und Sichel, aber dann richtig. Also dann bitte mit einer Reflexion dessen, was auch wirklich in Gulag passiert ist und mit einer Solzhenitsyn-Lesung oder so. Aber als dies nie wieder Deutschland der ganze Block gesungen hat, das war so geil, da habe ich mich so gefreut, da fühlte ich mich ganz St. Pauli in dem Moment. Genau, das ist ja noch da. Das ist, wir sind wo St. Pauli, stimmt oder? Dann, wow. Wenn das nicht wäre, würden wir diesen Podcast nicht mehr machen, sondern dann würden wir zu Altona 93 gehen oder zu Teutonia Ottensen oder den Vereinen, die jetzt sozusagen. Welches das Problem sein löst dieses Unternehmen? Das ist kein nie wieder Unternehmen, Deutschland. Das ist ein Verein. Und nie wieder Deutschland ist auch kein Unternehmen. Ich bin ja gar nicht der Meinung, dass der FC St. Pauli ein Unternehmen sein muss. Wir sind ein Verein, das ist was anderes. Sehr gut. Nein, das ist ja auch... Ich muss jetzt mit der Liste erstmal hinterherkommen hier. Das war ja auch gemein von mir, Entschuldigung. Wichtig ist bei Christian immer, dass man seine Provokation immer gleich retourniert, weil sonst freut er sich so drüber, dass man komisch guckt, dass das immer weitergeht. Deswegen muss man das war dann ein guter Punkt, wenn du komisch guckst. Dann denkst du morgen nochmal drüber nach und dann war es doch gut. Das ist doch bei mir genauso, wenn mich einer erwischt. Dann bin ich dann 3 Wochen beschäftigt, dann kommt was bei raus. Also das war gar nicht böse gemeint. So. Konflikt, Konflikt, Konflikt. Ja, Konflikt finde ich schön. Jetzt bin ich wieder da. Die Liste an Bord gebracht. Aber dann haben wir doch schon mal einen neuen Einlaufsong, ne? Raven gegen Deutschland statt AC/DC, ja. Das wäre doch mal was. Ja, ein neuer Einlaufsong. Den haben wir uns ja sowieso gewünscht beim Kaputtmachen. Wollten wir einen neuen Einlaufsong haben. Das stimmt. Und wir wollten eine... Wie heißt noch dieser Hooligan-Song von den Goldenen Zitronen? 10 Millionen, 60 Millionen Hooligans...
Ich kenne ihn nicht. Kenne ich auch nicht. Ich google gleich mal, weil das ist ja einer der entscheidenden Songs der Goldenen Zitronen. Neben Ach so, Goldenen Zitronen bist du. Ja. Ich google mal parallel. Letzten Montag war Konzert. Und ich hatte Karten und ich habe es nicht geschafft. Und ich rede in die falsche Richtung des Mikros. Ja, auf jeden Fall sehr wichtig, Goldene Zitronen, stimmt. Das hatten wir nämlich in einem Podcast erwähnt, der nicht komplett gesendet wurde, fällt mir gerade wieder ein. Weil da die Technik nicht mitmachte. Und deswegen muss es jetzt wieder auf die Playlist und muss nochmal erwähnt werden, dass es auch ein ganz tolles, neues tolles Album ist. Und gerade die Tour läuft. Oh, doch, die Goldenen Zitronen, also das Ende hatten wir noch drauf. Ah, okay. Ja, das war sozusagen ein sehr schönes Ende. Und 80 dann Millionen Hooligans. 80 Millionen Hooligans, jetzt weiß ich es auch wieder. Sehr gut. Das muss unbedingt, das wäre auch eine Einlaufmusik. Ja. Raven gegen Deutschland, 80 Millionen Hooligans. Was haben wir denn da noch? Vielleicht kriegen wir die das Solidaritätslied. Vielleicht kriegen wir die Goldenen Zitronen ja auch dazu, 40.000 Hooligans zu singen oder 30.000 Hooligans, also nur für uns und zwar The zusammen. Revolution will not be televised. Zusammen mit Jill Scott Heron. Zusammen mit Afro-Jazz-Musikern. Also die Goldenen Zitronen haben doch gerade einen unfassbar geilen Song rausgebracht. In einem von den 45 G20-Film-Dokus, die ich gesehen habe, war es tatsächlich so, dass die Goldenen Zitronen die einzigen waren, die in der Lage waren, irgendwo am Hafen auf so einer Bühne tatsächlich schwarze Musiker mit auf die Bühne zu holen und einen Schritt zurückzugehen. Also die waren die einzigen, die es gepeilt haben. Nachdem Ted Geier vorher irgendwie einen echten Super-GAU in so einem Taz-Interview, wo er dann irgendwie im Jahr 2015 oder so gesagt hatte, ob die Autonomen denn je die Mackerhaftigkeit ihres Verhaltens reflektiert hätten, was seit 1985 ungefähr der Fall gewesen sein müsste, haben die trotzdem, die peilen es ja. Also die wehren sich ja nicht dagegen und quatschen nicht blöd rum und halten das nicht für blödes Gesabbel, sondern die waren die Einzigen, die da jemand mit auf der Bühne hatten und es war auf einmal ein ganz anderer Sound da, auch ein anderer Sound der Widerständigkeit. Und im Stadion, definitiv. Ja. Bin ich sofort dabei. Also auch das, es ist ja auch eigentlich von eine räumliche Nähe, die auch. Das ist halt so verbunden auch mit der Stadt und auch mit dem Stadtteil, dass es ja eigentlich so naheliegend ist, dass man deswegen wahrscheinlich nie drauf gekommen ist, dass es eigentlich zusammengehört. Das stimmt, das wäre eine schöne Sache. Wo wären wir denn noch? Also was können wir denn da noch irgendwie? Ja, schmeiß mal deine Fantasie an, Willi. Meine Fantasie, ja, die ist relativ schmal umrissen. Also da würden dann solche Sachen kommen wie Liga, der außergewöhnliche Gentleman oder da kommt jetzt auch ein neues Album übrigens. Ich finde übrigens, das auch ein Song wie Tears, das hatten wir auch schon mal von ist natürlich ein Widerstandssong, weil da diese ganze AIDS-Nummer aufbricht und das sind ja auch Geschichten, die eine Präsenz mal als Erzählung wenigstens verdient hätten, so von Frankie Knuckles meine ich gerade. Tears, ja. Auf jeden Fall haben wir, glaube ich, schon mal irgendwann. Ja, ich wollte es nochmal eingeworfen haben. Aber Haus ist ein gutes Thema. Also ich würde ja gerne auf. Da kann ich gar nicht mit umgehen. Es gibt in Chicago ein Soundsystem, das lustigerweise Chosen Few heißt. Ach ja, da gibt es ja diese YouTube-Videos. Das sind die Chosen Few DJs aus Chicago, die nämlich in Mittagspausen, und da gibt es, googelt das mal gerne, wenn ich mich dran erinnere, packe ich es auch in die Shownotes, aber googelt das mal gerne, Chosen Few Lunch Break House Gig in Chicago. Die machen auf einem großen Platz in Chicago, am öffentlichen Platz in Chicago, zur Mittagspause ein DJ-Set. Und da tanzen ganz normale Leute, die aus den Büros kommen. Die aus der Mittagspause kommen. Die aus der Mittagspause kommen zur Hausmusik. Und das hat einfach so einen geilen Groove. Und da merkt man im Übrigen auch den Unterschied zwischen den Leuten, auch wie uns, muss ich gerne zugeben, die zu St. Pauli gehen und Leuten, die ganz normal in Chicago aus der Mittagspause kommen. Das ist einfach ein Riesenunterschied. Die können viel besser tanzen. Vor allem, die tanzen einfach so. Und ich würde doch wundervollerweise, wenn ich mir das jetzt vorstellen kann, wie auf dem Südvorplatz Househeads von St. Pauli tanzen. Wunderbar.
und irgendjemand kommentiert auf Facebook Live und sagt, ey, man kann genau unterscheiden, wer die alten Hausherren sind. Aber die Spieler müssen mittanzen und die neuen sind. Auch. Ja, also wenn sie möchten. Und man erkennt die alten Hausherren daran, dass sie die Beine hochheben und die neuen Househeads erkennt man daran, dass sie die Füße nicht mehr hochheben. Und da lernt man einfach auch so unfassbar viel, wenn man sich sowas mal anguckt. Ist Chicago nicht auch Partnerstadt? Also könnte man nicht mal sowas überlegen, dass man sagt, man lädt sich die mal ein und macht halt ein Event mit den Chosen? Ja, klingt jetzt irgendwie... Nein, das wäre doch aber der Witz. Das ist doch der Witz überhaupt, dass die Chosen Few DJs auf dem Südkurvenvorplatz spielen. Hallo? Ich meine, wie geil wäre das denn? Das wird diesen ganzen komischen Stecker aufgesetzten, ziehen, ganzen dieser Derby-Terror, der komischen Fußball-Ästhetik, die uns ja auch irgendwie so ein bisschen aufgenötigt wird. Ich meine, mich interessieren diese HSV-Ultras nicht. Aber gleichzeitig auch schon die Hymne fürs nächste Jahr, das ist dann nämlich The Only Way Is Up, Baby. Yes. Von der Mannschaft eingesungen, zusammen mit Lu Kai. Ja. Geht's dann noch auch mal? Für die Playlist. Geht's dann noch mal ab? Ja, DJ Willi, den... Acid! Den Remix, also im Grunde genommen hast du sogar einen Remix-Auftrag jetzt. Zusammen mit der Mannschaft The Only Way Is Up als House-Track. Ja, ich glaube, da muss man nicht viel machen. Also der ist schon House-kompatibel. Der ist schon, also den gibt's schon. Hab ich, okay, fertig. Ja doch, aber tatsächlich auch, apropos Fantasie, Remix und Mash-Up-Kultur haben wir beim FC St. Pauli auch wenig. Also, weil alles so auf puristisch echt und authentisch ausgerichtet ist. Ja, was wir haben, also was ich an... Wenn denn wenigstens wirklich mal echt gesungen würde. Was ich an Punk mal, ja immer... Du, oder ist das der Regen? Ich liebe echt. Jetzt kommt's raus. Ja, ich geb's zu. Was ich aber bei Bravo TV gab. Was ich an Punk ja immer bewundert habe, was er aber auch limitiert, ist dieses DIY-Geschichte. Also jeder kann alles. Und ich stelle mich mit drei Akkorden auf der Gitarre. Als Torjubel-Song, wir haben's getan zum allerersten Mal, wäre doch aber auch nicht schlecht. Ja, das ist eine schöne Vorstellung. Das ist eine sehr schöne Vorstellung. Ja, aber wir haben doch jetzt schon lustig konkrete Ideen, was passieren könnte. Aber Punk remixt nicht und das Mashup auch nichts. Ja, Mashup also ist ein beliebtes, also ist aber auch ein schwieriges Thema. Es macht nur sozusagen mit Brutzler auf dem Grill und drei Akkorden das, was andere Leute einfach besser können. Ja. Zu dem man ja auch sagen muss, dass mit den drei Akkorden, das ist ja auch so ein Kumpel. Also einige der Songs auf Kind of Blue von Miles Davis kommen mit zwei Akkorden aus, ich zum Beispiel sagen, So What und sind erheblich besser. Also das ist auch so ein Marketing-Trick, das mit den drei Akkorden, weil eigentlich irgendwie die Kadenz selbst bei Beethoven besteht aus drei Akkorden, nämlich irgendwie der Tonika, der Subdominanten und der Dominanten. Und das ist auch wieder so Great Rock'n'Roll Swindle, ne? Ich erinnere mich noch, wie ich diesen Film mal über den riesen Fake, der die Sex Pistols waren, initiiert von Michael McLaren als große Marketingstrategie. Aber großartig gemacht, muss man sagen. Aber geiler Film auch, abgesehen davon. Den habe ich hier in der Markthalle gesehen, als ich relativ neu in Hamburg war. Und vielleicht sollte man den mal gucken und danach eine Hausparty veranstalten, weil das war nämlich kein Swindle. Also im Haus war wirklich von unten. Es gibt ja tatsächlich irgendwie, das erzähle ich glaube ich auch bei jedem Podcast, aber das ist auch mal wieder gut, und ausgerechnet der doofe Ulf Poschert, der mir bei Twitter komischerweise manchmal antwortet, aus unerfindlichen Gründen, hat das so schön beschrieben, die Disco im Hell's Kitchen in der ehemaligen Kirche, wo zum Teil auch Spielfilme gedreht wurden und wo eben gerade Homosexualität legalisiert worden war und die Typen sich in den Eingängen zur ehemaligen Kirche im Hell's Kitchen wechselseitig einen geblasen haben und drinnen irgendwie Curtis Mayfield und solche Geschichten gespielt wurden, da wurde die DJ-Culture geboren, in dem nämlich da der erste DJ war, der mal Platten zusammengemixt hat. Und das ist natürlich viel weiter unten, als die Sex Pistols es je waren mit ihrem komischen SM-Shop, aus dem sie erwachsen sind. Und auch das gehört, finde ich, mal in die Stadionmythologie hinein, meines Erachtens als Wissen. In Kombination zu Che Guevara. Wir brauchen einen Che Guevara House-Remix, der anti-homophob ist. Oha, das ist meine Aufgabe. Ich wüsste aber gar nicht, was ich hier musikalisch als Grundlage nehmen würde. Das wäre tatsächlich nicht ganz so einfach auszuwählen.
Ich musste jetzt ehrlich gesagt auch noch meinen Vortrag irgendwie zu Ende führen gerade. Das vielleicht kannst du in deinen Vortrag einpflegen, den einen oder anderen Musiktitel, den du da im Sinn hättest, dass man da sagen kann. Was für Musik verbindest du denn mit Che Guevara? Also was ist... Na, es gibt ja dieses eine berühmte Lied mit dem Kommandante Che Guevara, wo ich immer gar nicht weiß, von wem das ist. Aber das sind, ich meine, gut, Che Guevara-Musik, es sind schon diese kubanischen Rhythmen wie der Wenders, die später im Buena Vista... Wollte ich gerade raus. So, das ist natürlich dann die ich sag mal, die Variante, die man kennt, logischerweise. Und auch, na, das ist ja nicht, das ist auch die gewirkt hat. Also das Verrückte ist ja, dass tatsächlich Kuba die rhythmische Drehscheibe für alles, was aus Afrika, aus Westafrika Wenn kam. Ich mir jetzt aber überlegen würde, ich müsste mir irgendwas aus Buena Vista Social Media Club schnappen und remixen, um das irgendwie underground zu machen, würde das nicht zusammenpassen. Vielleicht ist Ricky Martin ja eine Brücke. Das wäre ehrlicher. Das wäre deutlich ehrlicher. Das ist noch nicht mal ein Witz, den ich hier gerade reiße. Da wäre ich auch noch eher wahrscheinlich bei Julio Iglesias, der dann auch noch... Enrique Iglesias. Oder Enrique, ja, okay. Also beide vielleicht im Duett. Und Ricky Martin noch dazu an Bord. Das wäre auch noch was. Weiler Moss. Ja. Muss auch auf die Playlist. Nein, aber ich meine, im Ricky Martin ist nicht nur ein Witz gewesen. Also, der hat ja auch eine Biografie, der Mensch. Und, ja, natürlich. Finde ich auch eigentlich gar nicht so weit weg, aber es ist eine Sache, also ich glaube, diese Überlegung, was zu nehmen, was schon da ist und umzubiegen, finde ich nicht so gut wie die Überlegung, aber was welcher ganz Latino-Hit würde dir denn einfallen, der zum FC St. Pauli passt? Auch wenn das hier, glaube ich, so überhaupt nicht rhythmisch lateinamerikanisch ist. Ich weiß, ich wäre gar nicht bei solchen Sachen, das ist auch schwierig zu sagen, also ich bin auch so ein, also Folklore ist für mich, also ich fand früher auch so Sachen wie Lene Kessler. Das ist doch keine Folklore. Also darauf wollte ich jetzt hinaus, in die Folklore-Richtung sozusagen. Also diese Geschichten Lene Gress-Verdes finde ich immer noch tatsächlich sehr spannend. Oder sowas wie Los Lobos irgendwie in den 80ern war dann auch schon fast, in Europa nicht wirklich bekannt. Na, das Ding ist aber doch tatsächlich, Folklore ist ja selber schon so eine Wertung wie Weltmusik. Also es ist ja nicht so, dass Sting weniger Folklore wäre als sag irgendwas, was so gelabelt wird. Also du weißt, was ich meine. Ja, ich weiß, was du meinst. Es ist ein bisschen die Frage, aber also wir haben jetzt auch gerade wieder so einen Zeitpunkt, wo jetzt diese Folkmusik auch gerade so ein Revival, also Musikmacher und so dieses Indie-Folk. Ich halt meine, selbst bei Esra Collective, da läuft ja ganz vieles rein, was denn so als Welt- oder Folkmusik gelabelt wird, was aber im Grunde musikalisch einfach total geil ist. Und eigentlich müsste man noch da rauskommen, oder nicht? Müsste man rauskommen, auf jeden Fall. Aber da was zu finden, also brauche ich ein Zeitfenster für. Ja, wir finden gerade keine Verbindung zwischen Latin Music und dem FC St. Pauli und das wahrscheinlich völlig zu Recht. Allein das wird auch schwierig, aber ich meine, da müsste man dann tatsächlich so Eselsbrücke schlagen, vielleicht, was du auch schon gemacht hast, oder Lampedusa, oder dass man sagt, man hat irgendwie eine Strömung im Verein, die existent ist und kann die irgendwie aufpusten. Obwohl ja auch Revolutionslieder mit einer spanischen Gitarre gleich anders wirken, als wenn sie sozusagen... Also ich könnte mir zum Beispiel auch ganz toll Flamenco-Events oder Fado-Gesänge im Fado Mijia. Also das wäre ich wunderschön. Begeistert. Flamenco auch wunderschön. Also das ist für mich noch erdiger, weil es noch ehrlicher ist, als jetzt eine Variante, also jetzt nicht Mashup oder so, weil es halt die minimale klare Variante davon ist, die es halt gibt. Und aber wir suppen auch weg. Wir müssen irgendwie mal wieder Struktur hier finden in unserem Talk. Sag doch mal was, Erik. Wie bringen wir das jetzt alle auf den Punkt, um hier noch ein gutes Ende zu finden, bevor wir die Kurve zum Outro. Was hätten wir gerne als Torjubelsong, wenn wir nicht uns für Wir haben es getan zum allerersten Mal von echt entscheiden? Oh, da muss ich nachdenken. Warte mal. Torjubel-Song. War jetzt eine komische Brücke, aber das war die mir gerade einfiel, um aus diesem Gelaber so rauszukommen. Gar keinen. Ich hätte gern gar keinen. Gar keinen? Eine Schweigeminute? Ich hätte gern, ich hätte gern, dass wir singen. Betroffenes Schweigen. Betroffenes Schweigen. Betroffenes Schweigen. Gar nicht. Stille. Stille. Stille und irgendwann Explosion. Oder einfach, wir singen einfach immer irgendwas anderes. Wir versetzen, oder wir machen Sachen, die da gar nicht hingehören. Also wir buhen oder pfeifen. Und
alle widersprüchlich ist. Schreien laut Scheiße. Ah, das ist ja. Oder sowas wie erste FC Kaiserslautern 1, St. Pauli 0. Oder wie ist das mit diesen bitte danke. Mit diesen Pfeiftönen, die auf immer raufgelegt wurden. Selbst die Junggesellenabschiede mittlerweile so uncool, bitte danke zu sagen, dass sie den wegbladen. Oder wir nehmen den Crazy Frog. Ding 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 ding. Wie hieß denn Calimero oder wie hieß das noch? Gab es auch so lustige Geschichten als Comic, die auch irgendwie Grisou, der Feuerwehrmann, oder was? Ja, sowas zum Beispiel. Das Intro-Lied von Pantau. Pantau war auch ein ganz großer. Ja, das stimmt. An das Lied kann ich mich gar nicht erinnern. Ich auch nicht. An Pantau schon? Aber es muss eins gegeben haben. Oder wie wäre es einfach mit so Sachen wie diese Musik, wie bei den Commodore C64 früher, wenn man Tennis gespielt hat, Kraftwerk könnte man auch noch nehmen. Oh, das hat so viel Style. Ja, aber Style mit Substanz. Den wollen wir ja auch. Wir sind ja auch Style-Victims. Eigentlich waren wir doch Camp mit Substanz, oder nicht? Camp, ja, dann. Ich weiß nicht, ob ihr von der Met-Gala, also in New York, Camp? Diese großartigen Bilder gesehen habt. Da war das Motto ja Camp. Wo dann unter anderem Billy Porter heißt, da glaube ich, aus der großartigen Pose-Serie quasi sich hat tragen lassen von oberkörperfreien Typen, so als Elizabeth Taylor Persiflage in dieses Event. Großartige Bilder und das ist doch eigentlich das, wo wir ja, hin, also könnte, wo ich zumindest gerne hinwollen würde. Ja, man könnte auch die Titelmelodie von Vom Winde verweht oder ich wollte gerade sagen, Soundtracks. Also das ist ein rassistischer Drecksfilm. Ja, ich weiß, selbstverständlich. Aber jetzt sozusagen Wie wäre es denn mit sowas wie Statut an Mörder? Oder dieses hier Express Yourself von Madonna. Na hier, Awesome Worlds, dieses, was war das nicht, ein Vibraphon? Aber Madonna ist immer Camp, das stimmt. Ja, das hätte auch schon fast wieder was, wenn das ganze Stadion Express Yourself singen und dazu wogen würde. Das stimmt. Wogen, das wäre was, das stimmt. Ja, ich meine, ich weiß nicht, ob ihr Post geguckt habt bei Netflix? Nee, noch guckt nicht. Es euch unbedingt an, weil da geht es ja um Voging eigentlich die ganze Zeit. Also da ja, ich habe auch mal ganz diese tollen im Filmfest einen ganz tollen Film großartig, gesehen. Das muss man einfach über gesehen die, haben. Über die Voger damals, die halt auch, wo es auch um Willy Ninja ging, der dann halt auch derjenige war, der in dieser großen Bugwelle bei Madonna war. Und das war auch eine ganz, ganz tolle Dokumentation, wie das damals entstanden ist, dass die halt wirklich. Da gab es so zwei Häuser sozusagen, wo es eine Obermutter gab. Wogende Ultras, das hätte doch mal eine Perspektive. Hammer. Und die haben dann durch Voging gegeneinander gegeneinander angetreten und haben gebattelt sozusagen. Na, darum geht es in Pose. Da geht es genau um diese Ballroom-Szene in New York. Ballrooms. Wo halt die tatsächlich Transsexuellen in diesem Sinne und gar nicht nur Drag Queens gegeneinander angetreten sind, um dann Trophäen abzuräumen. Also das ist irgendwie Thema mit einem großartigen Soundtrack, Pose. Also muss man einfach geguckt haben. Und dann wünsche ich mir Trophäen für jedes Tor. Die werden dann in ganz, ja, ganz groß neben die Trainerbank gestellt. Für den bestwogenden Ultra. Also weg mit ja, oder auch Spieler. Weg mit den Trophäen. Nach einem Tor. Weg mit den Trophäen, mit dem Badehandtuch in Dresden, weg mit den Trophäen, sondern die anderen Trophäen. Ja, das waren ja nicht unsere, das waren ja die dunklen, hässlichen aus Dresden, also die das ja tatsächlich grotesk auf die Spitze getrieben haben. Aber wenn Shoot Your Shot ist natürlich der Torjubelsong, abgesehen davon. Das hatten wir ja auch schon mehrfach, aber egal. Also ich musste das jetzt einwerfen, ich habe dich unterbrochen, es tut mir leid. Aber wir können, oder wie, Follow Me? Nein, Shoot Your Shot ist doch der, okay. Der. Ja, Shoot Your Shot geht natürlich auch. I'm Only Shooting Love finde ich auch gut. Wer war das denn nochmal? I'm Only Shooting Love. Das war auch so eine 80er-Band, Time Bandits oder so. Ich glaube aus Holland, Time Bandits. Muss unbedingt auf die Playlist, ich muss gerade schreiben. Ich meine, wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt, dann habt ihr aber euch auch eine Playlist verdient, die ja jetzt schon, wie viele Songs hat die jetzt schon? Bestimmt 80 oder so, ne? Das heißt, mindestens 35 Songs erweitert wird in diesem Podcast, Popcast. Sehr schön. Also mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Wir können meinetwegen, können wir uns auch langsam outfaden oder haben wir noch irgendwie was, eine Fantasie, die wir uns nochmal anheim gucken, ob wir noch eine Fantasie wollen. Auf dem Weg mitgeben bis zum nächsten Mal. Wir bieten ja
jetzt Kurse an, Arbeiterlieder zu singen, wie das Solidaritätslied in Zukunft und die zu kombinieren mit der House Culture des Chicagos der 80er Jahre. Ja, und für Ultras exklusiv, und die Vogen wollen. Genau, wir bieten Kurse für Ultras an, die sich in unseren Treffen hier gerne auf eine Kiste stellen können und uns sich bewerben, ob sie mitreden dürfen. Sich bewerben, damit wir ihnen beibringen, wie sie den Raum aufmachen, der ihre Fantasie beflügelt, anstatt zu Madonna's Express Yourself, nachdem sie die gesammelte Staffel von Pose auf Netflix sich angeguckt haben. Da kann ich gar nicht drauf warten, das finde ich gut. Dann braucht man nämlich auch keine Trophäen mehr, die dann sozusagen die... Da lege ich noch was auf die Playlist. New Shoes, I Can't Wait. Das passt, also das ist auch so schön 80er. Ja. Ach, ist das schön. Und wir träumen vom ganzen Stadion, das ganze Stadion. Das ganze Stadion. Das ganze wir Stadion. Sind oh, so St. Pauli. Wir sind oh, St. Pauli. Also das kann sich keiner bis zum Schluss anhören. St. Pauli Pop.